Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Deutschen Hygienemuseums und auch im Namen unseres Kooperationspartners, der Sächsischen Landesärztekammer, zu der heutigen Veranstaltung in der Reihe Diagnosen, Literatur und Medizin. Der Rausch und die Sucht nach dem Rausch, das ist das Thema des heutigen Abends. Kaum eine Kultur oder eine Gesellschaft kommt ohne Rauschzustände aus. Der gute Rausch, der einem ermöglicht, sich fallen zu lassen, sich frei zu fühlen, mehr intuitiv statt analytisch zu denken und zu entscheiden, der ist seit Menschengedenken offenbar das notwendige Gegenpol zu den Mühen des Lebens, des Alltags. Auch manch ein Dichter, Maler oder Musiker hat sich den Rausch zur Bewusstseinserweiterung für sein künstlerisches Schaffen zu Nutzen gemacht. Aber in welchem Maße werden diese Zustände der Unvernunft in unserer Leistungsgesellschaft heute akzeptiert? Und wie viel Genuss oder wie viel Kontrollverlust lässt sie zu? Und ab wann wandelt sich womöglich das Behagen in Abhängigkeit? Über diese Fragen und über das ambivalente Verhältnis von Genuss und Sucht wollen wir heute sprechen, über die schmale Gratwanderung, die der Umgang mit Alkohol für viele von uns bedeutet, und über die Tabus und Mythen, die es rund um den Konsum von Alkohol zwischen Genussmittel und legaler Droge gibt. Und da Zahlen mitunter zur Enttabuisierung beitragen, möchte ich die Zahlen der letzten Erhebung des Bundesministeriums für Gesundheit zitieren, nach der, das hatte ich in einem Artikel, den Daniel Schreiber mal geschrieben hatte, diese Zahlen habe ich einfach so übernommen, also nach der 27% der deutschen Bevölkerung an der Schwelle zum Alkoholismus stehen oder bereits alkoholkrank sind und nach der jährlich 74.000 Menschen in Deutschland an den Folgen des Trinkens sterben. Deshalb wollen wir uns auch damit befassen, was es bedeutet, wenn dem immer wieder und immer öfters sich fallen lassen der Absturz folgt und wie unsere Gesellschaft mit Alkoholkranken umgeht. So, dazu begrüße ich also ganz herzlich an dieser Stelle unsere Gäste auf dem Podium. Zum einen in der Mitte den Schriftsteller Peter Wawerzinek, den sicherlich viele von Ihnen auch kennen, durch seinen vielfach ausgezeichneten Roman Rabenliebe. Und heute wird er aus seinem neuesten Roman lesen, Schluckspecht, in dem er sich in einem wahren Wortrausch, kann man sagen, literarisch mit seiner Trinksucht auseinandergesetzt hat. Und ich begrüße ebenfalls aus Berlin kommend den Journalisten und Autor Daniel Schreiber, der ebenfalls von seiner eigenen Erfahrung ausgehend im Umgang mit einem exzessiven Alkoholkonsum sich in seinem Essay Nüchtern mit dem Trinken befasst hat und was es und auch damit, was es bedeutet für das eigene Glück oder Unglück oder bedeuten kann. So, und last but not least möchte ich natürlich auch ganz links außen den Dresdner Verleger Helge Pfannschmidt begrüßen. Der hat hier in Dresden die Edition Azur gegründet und ja, versetzt auch das Dresdner Publikum in einen wahren Leserausch oder Lesesucht immer wieder mal. Und er wird aber heute Abend eben durch den Abend führen. Dafür danke ich Ihnen schon mal im Vorfeld. Und ich danke Ihnen auch im Vorfeld für das Ausfüllen der Fragebögen, der Auswertungsfragebögen im Nachgang zur Veranstaltung, die Sie so mit der Eintrittskarte in die Hand gedrückt bekommen haben. So, jetzt wünsche ich Ihnen aber hoffentlich, also zeichnet sich das auch im Fragebogen aus, einen vergnüglichen Abend, viel Spaß beim Zuhören und auch beim Mitdiskutieren. Vielen Dank. Ja, guten Abend und herzlich willkommen auch von mir. Wir haben schon gehört, es sind zwei Autoren zu Gast, die mit ihren Büchern ja in diesem Frühjahr oder im Herbst für viel Aufsehen gesorgt haben und die im Gegensatz zu vielen anderen ganz zu Recht auch auf den Bestsellerlisten stehen, glaube ich, die wahrscheinlich noch viel mehr Leute lesen müssten und lesen sollen. Das eine ist Daniel Schreiber mit seinem Buch Nüchtern, ein persönlicher Essay, wobei ich habe gesehen, dass er
eigentlich auch unter Ratgeber läuft, was aber, glaube ich, absolut in Ordnung ist. Und ja, ein Essay darüber, wie leicht es ist, mit dem Trinken zu beginnen, wie schwer es ist, es aufzugeben. Und aber noch mehr und für mich zentral ein Buch über Lebenslügen und über die großen Geschichten, mit denen wir uns so über die Jahre retten und vor denen wir uns so ein bisschen drücken, uns mit denen intensiver zu beschäftigen vielleicht auch. Und Schluckspecht von Peter Wawerzinek, ein autobiografisch grundierter Roman, nichtsdestotrotz ein fiktionaler ein Roman und der Nachfolger von Rabenliebe, dem Buch, mit dem er 2009 wieder ein fulminantes Comeback gefeiert hat. Und strukturell tun die beiden Bücher das Gleiche, das heißt, sie erzählen, wie einer zum Trinker wird und wie er einen Ausweg findet, aber es gibt sicher noch mehr Gemeinsamkeiten. Das eine, was mir beim Lesen aufgefallen ist, die Aufrichtigkeit und Schonungslosigkeit, mit der geschrieben wird. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum viele Leute diese Bücher so toll finden. Es gibt aber auch eine Menge Unterschiede, über die wir, glaube ich, ins Gespräch kommen können. Zum Beispiel die Auffassung darüber, was Aufhören eigentlich genau heißt, wie diese Auswege jeweils aussehen. Und natürlich die Art und Weise des Erzählens ist eine komplett andere in den beiden. Ich stelle Ihnen die beiden noch mal ein bisschen ausführlicher vor. Daniel Schreiber wurde 1977 geboren, arbeitete als Redakteur unter anderem für Monopol und Cicero und seit 2013 ist er wieder freier Autor. Die Texte können Sie unter anderem lesen in der Zeit, im Philosophie-Magazin, in der Taz. Es gibt eine Susan Sontag-Biografie von ihm, Geist und Klemmer, aus dem Jahr 2007. Ist auch eine Philosophin, die für sein Buch eine große Rolle spielt mit ihrer Idee der Krankheit als Metapher. Peter Wawerzinek wurde 1954 geboren, unter dem Namen Peter Runkel. Er wuchs in verschiedenen Heimen und bei verschiedenen Pflegeeltern auf. 1978 begann er ein Studium an der Kunsthochschule Weißensee, das er abbrach, arbeitet dann unter anderem als Briefträger und als Kellner, auch eine tolle Episode im Buch. Seit 1988 ist er freier Schriftsteller, Regisseur, Hörspielautor. Und es gibt aber auch noch viele Veröffentlichungen aus den 90er Jahren bereits von ihm, Das Kind, das ich war oder Moppel Schappigs Tätowierung, wobei Schappi das Synonym war, unter dem er in den 80er und 90er Jahren in der Underground-Szene des Prenzlauer Bergs sehr bekannt war. Ja, zuerst vielleicht sage ich Ihnen, die beiden sehen sich heute nicht zum ersten Mal, sind erstens zusammen mit der Bahn angereist, aber Daniel Schreiber hat auch ein Porträt schon geschrieben über Peter Wawerzinek, oder kennen Sie sich noch von ganz verschiedenen Anlässen? Nee, wir haben zum ersten Mal bei dem Porträt getroffen. Genau, wir haben uns da verabredet. Vor einem Bild, ne? Ja, genau, in Gemäldegalerie in Berlin. Es gibt so ein Vermeer-Bild, das heißt Die Trinkerin. Und es ist ein sehr, sehr schönes Bild, also eines von, ich weiß nicht, so 39 Vermeer-Bildern. Und man merkt da gar nicht, dass es um das Trinken geht, sondern es ist nur eine sehr schöne, melancholische Frau, die so ein Glas trinkt und dann hinter ihr steht ein bisschen unheilvoller Mann. Und wir haben uns vor dem Bild getroffen, um darüber zu sprechen, und Peter hat die beste Interpretation des Bildes gegeben, innerhalb von so 10 Minuten, die man sich nur vorstellen kann. Genau, und da habe ich, was ich dann nicht so oft mache, aber eben, glaube ich, 3 Stunden, ne, haben wir uns unterhalten. Richtig, also, ja. Wir hätten auch noch wahrscheinlich... Ja. Weil es mal problematisch ist, wenn man Bücher schreibt, auch dann noch so einen dicken, ob man dann noch überhaupt, ob ich dann selber überhaupt noch Interviews geben will, Fragen beantworte und, oder nicht immer sagen, lest doch drin oder so. Und heute, weil ich ja so ein Fanatiker bin von, es gibt keine Zufälle, genau, und nicht mal die gibt es zufällig, standen wir beide nebeneinander im Zug und warteten, dass die Leute da aussteigen. Und du hast mich dann irgendwie erkannt, aber wir standen wirklich Schulter an Schulter. Und das ist auch nicht normal, also für eine Lesung 20 Uhr um 10.46 Uhr genau. In Berlin loszufahren. Ne? So. Weil wir wollten halt auch noch ein bisschen so unabhängig voneinander Dresden irgendwie noch so, wenigstens ein bisschen Dresden in uns. Wenn man 2 Bücher schreibt zu demselben Thema, auch wenn die ganz unterschiedlich sind, dass man so die Wege des anderen auch verfolgt, nachdem man sich dann getroffen hat? Ich muss ja sagen, ich bin ja auch, also mein Hauptberuf ist Literatur- und Kunstkritiker. Und deswegen natürlich kenne ich Peters Bücher und bin ein großer Fan und weiß natürlich, was er macht und was jetzt noch kommt, die nächsten Jahre.
Und deswegen verfolge ich seine Wege schon. Aber also aus einem ganz beruflichen Interesse auch. Ja, also. Ja, und ich habe auch gelesen, also jetzt nicht nur in Vorbereitung, sondern ich habe eine Freundin, die immer sagt, ich soll bloß in der Öffentlichkeit nicht erwähnen, dass ich eine Freundin habe und ich soll den Namen nicht nennen und auch fürchterlich. Letztes Mal habe ich irgendwo wieder ein Interview gegeben, da kam der Satz drin vor, um 4:30 holt mich meine Freundin ab. Und dann hat sie so eine Klappe gezogen. Also das, was ich jetzt erzähle, wird schon wieder irgendwie bei ihr ankommen. Und sie hat das gelesen von dem Daniel und hat gesagt, das liest man das, ne? Wo ich gesagt habe, ja, ich schreibe Bücher, 30 Bücher im Jahr schaffe ich zu lesen. Und dann habe ich das diagonal gelesen. Es war aber auch nicht so angenehm für dich, ne? Weil du gedacht hast, das ist so klein und dünn. Und dann habe ich ihm das erklärt, weil ich in derselben Zeit auch recherchiert habe. Und wir sind, also da habe ich manchmal wirklich dann gesehen, dass wir ähnliche Quellen, ähnliche Namen, eben ähnliche Erhebungen. Es gibt ja nicht so viel, muss man zum sagen. Thema, das ist ulkig, es ist eine riesengroße weltliche Volkskrankheit. Und man trifft sich auf wenigen Theorien und auf wenigen Personen, auf wenigen Analysen. Und da habe ich gedacht, okay, dann habe ich damals ja auch ganz gut recherchiert. Wenn du das, ich gehe davon aus, dass du fleißiger recherchierst als ich. Ne? Weil ich ja nicht so, sagen wir mal, nicht journalistisch arbeiten muss, sondern ich muss das ja nur zur Kenntnis nehmen und kann da drüber wegsehen. Aber an irgendeiner Stelle im Buch zitiere ich es auch, dass das deutsche Volk, ob nun Baby, alter Mann, Frau, Nichttrinker, eine Badewanne wegmacht im Jahr. Ja, ne? Das fand ich erstaunlich, also weil dann wird es einem erst richtig plastisch als Vorstellung. Das Wort Rausch fiel schon, es steht auch auf dem Plakat, auf dem Flyer. Ist das ein Wort, was mit Ihrer Geschichte auch noch ein ambivalentes ist oder auch einfach ein negatives, vielleicht einen negativen Klang hat, wenn man von Rausch spricht? Das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, dass es beim Thema Alkohol nicht primär um Rausch geht. Also ich kann das vor allem aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe viele ganz rauschhafte, ganz euphorische Tage, Nächte gehabt, die ich auf keinen Fall missen möchte und wo ich sehr lustige Sachen erlebt habe, sehr interessante Leute getroffen habe und so weiter. Aber ich glaube, die meisten Leute, also ich zumindest, habe die meiste Zeit nicht wegen des Rausches getrunken, oder nicht primär wegen des Rausches, sondern wegen eines Gefühls der Entspannung, wegen eines Gefühls, eintauchen zu können in so eine Ruhe, in so einen Ballon, wo bestimmte Stimmen leiser werden, wo bestimmte Konflikte sich auflösen. So ganz klassisch nach der Arbeit nach Hause kommen, sich ein Glas Wein eingießen. Ich glaube, das so trinken die meisten Leute. Deswegen finde ich, also wenn man jetzt beim Thema Alkohol nur über Rausch spricht, dann verpasst man was. Und natürlich ist, also ich besetze Rausch, jetzt ist es für mich kein schlechtes Wort. Okay. Also das, ich finde auch Leute, die trinken können, sollten so oft sie wollen können, obwohl sie einen Rausch haben. Der Punkt, den ich in dem Buch natürlich mache, ist, dass natürlich dass sehr viele Leute das nicht können. Und wir da vor als Kultur die Augen verschließen. Und wie die Zahl 4 ja schon, das ist keine geringe Anzahl von Menschen, die krank davon werden. Und Vielleicht noch eine Frage, bevor wir dann Peter Wawerzynek hören mit einem Auszug aus Schluckspecht. Ich habe mich gefragt, auch wenn jetzt der Erfolg der Bücher was anderes suggeriert, ist es ja trotzdem noch mit Tabus besetzt und mit Scham besetzt. War das so, dass Sie überlegt haben, ob Sie das unter Ihrem Klarnamen machen, ob Sie da eine Grenze ziehen, ob Sie es überhaupt machen, sich damit zu exponieren auch? Und oder in Ihrem Fall dann eher, Sie haben ja auch, kommunizieren das ja auch ganz offen, dass es Schnittmengen gibt zwischen dem Erzähler und dem Autor, was man ja sonst in der Literatur mühsam trennt. Also haben diese Überlegungen eine Rolle gespielt?
Also bei mir, das war eine ganz bewusste Entscheidung, das in meinem Klarnamen zu machen und so offen darüber zu reden, weil ich bin der Meinung, wir müssen darüber mehr reden. Und es ist eine Krankheit von einem unfassbaren Ausmaß, eine Krankheit, wo die meisten Leute immer noch glauben, dass es keine Krankheit ist, damit mal anzufangen. Es gibt wahnsinnig viele Tabus dabei, die... Ich merke das selbst bei mir. Ich habe mein Buch heute vergessen und bin dann extra noch in einen Thalia gelaufen, um das Buch zu kaufen und musste danach fragen. Und ich bin rot geworden dabei. Alles heute? Und ich finde ich jetzt schon, eben heute? Ja. Und ich habe mich gedacht, aber was ist das? Nicht schlecht. Also, und, das ist auch so eine Art Therapie, weißt du? Natürlich irgendwie, und wir alle kennen Leute, die das Problem haben. Wir alle haben, keine Ahnung, Freunde, Partner, Familienmitglieder, manchmal sind wir es selbst. Wir alle irgendwie kennen auch Phasen in unserem Leben, wo man mal zu viel getrunken hat. Oder ich habe so eine Umfrage gelesen, dass jeder fünfte Deutsche ab und zu mal das Gefühl hat, dass er was ändern sollte mit seinem, es gibt da alle möglichen Umfragen dazu. Und ich glaube, das ist, also das ist ein wichtiges Thema und es ist ein Thema, über das wir nicht reden. Und deswegen Klarname, weil ich finde, wir sollten darüber reden und wir sollten darüber ehrlich reden. Und man kann damit viele Leben retten, wenn man das macht. In dem Fall wäre sogar ein Ratgeber in seiner Sendungskraft besser als ein Essay sozusagen. Also wenn es die Leute als Ratgeber lesen. Ja, mit dem Ratgeber, also ich denke immer, wenn Leute es als Ratgeber lesen, werden sie enttäuscht sein. Ja. Weil das ist natürlich, ich gebe keine Ratschläge und ich sage auch nicht... Was man nicht machen soll, ist vielleicht so ehrlich sein. Also das. Ja. Ja, und ich habe immer wieder Anwandlungen. Das ist aber auch schon bei anderen Büchern gewesen. Back to the Roots. Also ich wollte immer schon nicht als Wawert Zinek Schriftsteller werden. Also ich wollte im Prinzip, aber ich konnte es nicht abschätzen, wann der richtige Augenblick ist, wieder als Runkel. Ich habe natürlich auch bei dem nächsten Buch wieder das Gefühl, ich müsste jetzt so wie meinetwegen Opel nur Opel heißt und Otto Waalkes nur Otto, müsste ich im Prinzip nur noch Runkel heißen. Und das neue Buch von Runkel, ja, und dann wäre ich irgendwo glücklich. Aber ich bin auch mit dem Verlag zusammen und die machen immer Baller-Baller-Zeichen zu mir und sagen, was sollen wir denn jetzt mit noch Runkel, was sollen wir da noch extra bewerben? Und gerade bei solchen Sachen, wo ich in der Kindheit, also in der Pubertät oft gehört habe, du bist das Kind einer losen Frau oder Nutte, Hure und eines Säufers, also wenn meine Adoptionseltern nicht mehr wussten, wie sie reagieren sollen auf die ständigen Nachfragen nach den Eltern, habe ich gedacht, okay, eins gebe ich euch noch mit, also einmal hake ich noch nach und komme als Runkel raus. Das ist Peter Runkel, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Also dann ja, bestimmt zum Lebensende, denke ich mir, wenn ich alle Verlage los bin und dann nur noch im Nachlass, was auftauchen soll, sein schönstes Buch. Und das schreibe ich vielleicht noch mit Handzeichen und Runkel drüber. Dann schafft man das. Ne? Aber ich habe auch bei dem nächsten Buch schon wieder das Gefühl, dass man das eigentlich über Liebe, Sex und Familie, Vater, richtig gute Eltern sein oder nicht, dass man da eigentlich auch, dass ich da schon wieder nicht als Wawert Zinek an kommen könnte. Also. Ich meine, noch in einer anderen Hinsicht vielleicht, dass ja, wenn man einen Roman schreibt, der ja sehr eng an ein bestimmtes Thema gebunden ist, dass es einen vielleicht auch stört, dass man immer nur zu dem Thema befragt wird und nicht zu seinem Schreiben oder zu seinem. Werden wir halt befragt, ne? Das gehört dazu. Ne? Es geht ja auch gar nicht um Striptease, sondern also ganz bestimmten Sachen. Also ich habe natürlich auch Angst gekriegt, als mir ein Psychologe gesagt hat, also bei Rabenliebe kann ich mindestens um die 30 Dinge rausziehen, womit ich dich richtig stalken, Mobbing verfolgen, ärgern könnte. Also weil du schreibst das ja alles auf. Ja. Da habe ich dann auch schon ein bisschen Angst gekriegt oder gedacht, wenn das Menschen jetzt wirklich umsetzen und sich absprechen, dass das nicht alles an einem Donnerstag passiert, sondern schön verteilt, dann ist dieses mit so intensiv, aber es geht nicht anders. Ne? Also muss sich das schon irgendwie so in das Ich, ne, in die eigene Geschichte rein katapultieren, sonst wird es nicht.
Und wenn du jetzt denkst, dass zum Beispiel Stephen King ja auch nur schreibt, weil er eben diese Erlebnisse hat. Hoffentlich habe ich jetzt hier nicht irgendwo drauf gedrückt mit diesem Techniker. Nein, ne? Ist noch nicht passiert. Okay. Also, auf Wunsch einer einzelnen Person, die auch auf dem Podium sitzt, lese ich den Anfang, den ich halt nicht vorhatte, aber der hat gesagt, der ist so schön. Okay, also, gewidmet Frau Hannelore Kain, das ist dann die Lucy geworden. Lucy kommt von Luzi aus Kirchberg bei Zwickau. Das war in der Adoptionszeit die erste Person, die ich unheimlich sexy fand und wo ich wusste, ich bin adoptiert. Also könnte ich mit meiner älteren Tante auch was anfangen und da kommen keine doofen Kinder bei raus. Also soweit habe ich damals schon gedacht. Die war quietschvergnügt und war auch die erste in der Adoptionsgeschichte dann, die auf der Strecke geblieben ist wegen Alkoholismus. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Weißes Petticoat mit riesen großen Punkten drauf und Lebensfreude bis zum Überquietschen, dass so eine Person allein war. Und im Alkohol dann wirklich mit knapp über 40, also das war nicht so schön. Okay. Und deswegen habe ich Lucy, von Lucy in the Sky, aber auch von Lutz, also geht die Lucy ab, also von Feierlaune. Und deswegen, so setzen sich Namen zusammen, aber es ist Frau Hannelore Kain gewidmet, die war Haushälterin in Wewelsfleth im Dichterhaus, Döblinhaus, wo man sich so bewerben kann. Und ich habe mich damals beworben, weil ein Freund gesagt hat, da bewerben sich vielleicht so 65 bis 70 Leute, da hättest selbst du in deinem Zustand, also da war ich schon ziemlich gut drauf, da hättest ja selbst du nochmal eine Chance, dass du genommen wirst. Und so kam ich dann eben nach Wewelsfleth und dann eben gegenüber war die Trinkerheilanstalt. Und der Alkohol ist ein Gift, das haben Physiologen bewiesen, aber gegen den Alkohol ist damit gar nichts bewiesen. Denn ein Gift kann immer noch eine Medizin sein. Egon Friedell. Ich habe also sehr viele Zitate in dem Buch immer reingenommen von Alkoholikern. Die, also, warum soll man jetzt in so einem Suchtbuch Leute nehmen, die jetzt immer nüchtern geblieben sind? Die, also das ist ja auch die Frage, können die nun wirklich Aussagen treffen? Ja, darüber, es geht vielleicht auch, aber ich weiß es nicht. Hätte ich besser auf Tante Lucy gehört, das wäre ja nicht so schlimm mit mir gekommen. Hätte ich die Augen fest verschlossen und meine Nase gut abgedichtet, wie es Delfine tun, wenn sie abtauchen, und nicht an Tante Lucys Likörglas gerochen, als Tante Lucy es mir unter die Nase hielt. Ich wäre vielleicht davon gekommen. So aber kam es, wie es kommen musste, und ich sehe Tante Lucy vor mir in eindeutiger Absicht, mich zu warnen, schenkt sie sich ein Likör ein und ruft, eh geschirgete Ballinka. Und ich denke, das muss ein wichtiger Mann in ihrem Leben gewesen sein, jene eggeschägerte Palenka, den sie lieb gehabt hat oder nicht haben konnte, der sie umschwirrt oder interessiert oder betrogen hat. Oder er ist ihnen genommen worden. 1956 bei Straßenkämpfen in Budapest, wenn Tante Lucy je dort gewesen ist. Eggeschägerte Palenka, sagt sie kampfeslustig, während sie die Flasche wieder verkorkt. Ich trinke, wie du weißt, Junge, nur ganz selten Alkohol. Und wenn, dann trinke ich immer nur Heiligabend diesen einen kleinen Likör. Und steht in diesem dunkelroten Cha-Cha-Cha-Seidenkleid mit diesem Likörglas in der Hand, am Kachelofen Kirsche mit Nussgeschmack, sonnengereift, ergeschirgete Palenka. Da, schau nur her, sagt sie, während sie die erste Hälfte des Likörglases trinkt. Siehst du, merk es dir gut, Junge, merk es dir gut. Alkohol ist der schlimmste Teufel dieser Welt. Und trinkt dann die zweite Hälfte des Glases und sagt weiter nichts, lässt ihre Augen für sich sprechen, für sie sprechen und schüttelt sich und atmet und hechelt die Luft, boah, als würde er geschenkte Palinka mit ihr um ihr Leben ringen. Und drückt mir das Glas unter die Nase und faucht wie eine Klapperschlange, zischt, hast du das gesehen, Junge? Hast du gesehen, wie es mich geschüttelt?
wie es mich geschüttelt hat, da riech nur, riech, wie des Teufels Atem riecht. Und presst mir das Glas in die Nase und mit dem Glas die Nase zur Zimmerdecke empor, dass ich mit meinen Nasenlöchern hätte in Tante Lucys feurige Augen gucken können, wenn in Nasenlöchern Pupillen wären. Und sagt dann, dass ich unbedingt kein Schluckspecht werden soll. Und ich habe dann in der Beschreibung folgen lassen, dass es einen Schluckspecht bei ihr gab, der stand aber auf dem Fenster, das ist so ein Glasding und das wippt dann zurück, geht wieder runter. Und davor hatte ich keine Angst. Also Wiederholung und Nippen wieder zurück, Wanken, Nippen wieder zurück, Wanken, das war also so schon früher etwas, was ich als Kind sehr... Hast du so etwas schon mal gesehen? Fragt Tante Lucy, die zweite Hand ruht auf dem Deckel mit Knauf. Alles aus Steinklut, gut. Graubläulicher Untergrund, ultramarine Bemalung, Weintrauben, Früchte, irgend so ein Pinselschwung. Und hier, guck mal, Rumtopf in Großbuchstaben. Und jetzt will ich dir reinen Wein einschenken, Junge, sagt die Tante. Das hier ist ein Rumtopf. Man kann ihn in jedem Haushaltsladen kaufen, in allen Größen. Sie füllen deine Eltern, füllen den Topf mit Erdbeeren und überschütten die mit Alkohol. Alkohol! Dass der über den Früchten steht, sie in ihm ertrinken. Sie saugen sich damit voll die armen Früchte. Mit Rum, Junge, mit Rum. Merkt ihr zwei Worte, dick und doof. Rum und dumm, Kledi und Pleti. Und meine Tante spricht zu ihren Rumtopfreden die Worte mit einem rollenden Rrr aus. Also Rum klingt dann mit diesem rollenden Rrr grollend. Ein Rrr, Rrr, mit dem man Tiere auf Abstand hält. Sie sagt nicht Rumtopf, sondern erst Rrr, Rum. Ja, mit diesem R und Topf, mit diesem Topf, also diesem T vor dem und Rum, Pause, Topf. Und presst das T mit so viel Energie hervor, dass mich immer Speichel umflirrt. Pfirsiche überbrühen sie, sie abzuschrecken, zerschneiden sie in mundgerechte Happen, stechen mit Nadeln die Früchte an. Damit der Rum besser über sie herfallen kann, lösen sie Fruchtfleisch vom Kern und so weiter. Und dabei hebt sie diesen Steintopfdeckel an, wedelt mit ihm wie mit einem Fächer, hebt die Nase zur Küchendecke, schnuppert, führt mir vor wie ein Gewese um dieses Rumtopf, diese Obstsuppe. Als würde man mit diesem Rumtopf zur Rumtopf-Olympiade fahren und hält den Topf wie ein Pokal, die Tante, und ihre Nase eine Fotolimpe. Und wie ich hier stehe und es euch sage, der Duft des Rumtopfs hat bei mir Lieder ausgelöst. Oh, Rumtopf, du, singe ich im Stillen, ohne dass die Tante eine Mimik in meinem Gesicht spürt. Oh, flüssiger Batzen, aus Obst und Schnaps zu uns gekommen, gut, dass es dich gibt. Wir sind ja so in dich verliebt, ich jedenfalls. Und der Onkel nennt Rumtopf nur Boffle, Fruchtwein, Kirschlikör, das ist doch alles Mist. Geh mir weg damit, sagt er. Ja, wer sowas trinkt, der bringt auch kleine Kinder um. Und die Tante sagt, dass der Onkel zu viel trinkt. Und er macht da auch gar keinen Hehl daraus. Er sagt, er erledige die bescheuerte Arbeit für einen Lohn, den er damit verdient. Und habe er dann genügend Geld zur Verfügung, es auszugeben, dann um die Arbeit zu vergessen, was man ja am sichersten mit saufen kann. Man muss doch im Leben sowieso schon genügend schlucken, sagt er, an Tante Lucy gerichtet, wenn sie ihn angiftet. Und ihm sei der Alkohol täglich lieber als ihr täglich bitterer verbaler Gallensaft und ihr Gezeter. Und habe er dann mit den Kollegen genügend geschluckt und die bescheuerte Welt draußen vergessen, dann sitzt der Onkel mitunter betrunken am Küchentisch und sagt nichts weiter als Tschu. Das letzte Bier, das war schlecht, du. Da muss mir jemand was reingemacht haben. Und Tante Lucy nennt Onkel Onkel einen Säufer. Und der Briefträger sagt, nein, 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 das ist ein Trinker. Der Briefträger besteht auf die Bezeichnung Trinker. Also Trinker, das seien die Professoren, während die Säufer doch nur schlechte Schüler wären.
Und da gilt es besonders zu unterscheiden in Säufer und zu Trinker. Also ein Säufer wäre Onkel nicht, eher ein Trinker. Also ein Trinker mit Stil und Würde. Also Trinker sind für mich keine Säufer. Säufer oder Trinker, das ist mir egal. Trinker klingt wie Stinker, Säufer wie Seelenverkäufer, sagt die Tante. Trinker klinge für ihn wie strahlender Blinker, wetterfester Klinker. Den Trinker und Säufer trennten doch Welten. Also der Trinker, der verschafft sich Erleichterung, wenn er trinkt. Und der Säufer, der ertrinke doch nur seine Probleme. Der Trinker dagegen steige heiteren Gemüts in die Abhängigkeit wie in einen Swimmingpool und schwimme auf dem Alkohol souverän, wie ein Papierschiffchen. Der Trinker gebe sich ja dem Wein hin wie Casanova den Flirt, behauptet der Briefträger. Trinker und Säufer saufen ohne Sinn und Verstand, geifert Tante Lucy. Nicht doch, Tantchen, nein. Also, während der Säufer torkelt und krakeelt und auf allen Vieren nach Hause kriecht, gerate so ein Trinker doch nur in eine kleine Seenot und wanke ein bisschen bei Sturm und Wind wie das Boot. Und wenn er lalle, der Trinker, zwitschere da nicht auch ein bisschen die Nachtigalle? Also, der Trinker wird geheiligt und der Säufer wird zum Problem. Und dann fängt er an zu reimen. Der Säufer fühlt sich stark in Gruppe, dem Trinker ist das Rudel Schnuppe. Der Trinker trinkt, um zu verstummen, der Säufer säuft, um zu verdummen. Und der Säufer stillt sein Verlangen grob und laut, während der Trinker trinkt still und leise, wird weise und erkraut. Wo der Onkel mich in den Garten einlädt und sagt, heute wirst du zum Weinverkoster, du darfst der Tante aber nichts sagen. Und er ist überhaupt niemand Französischer plötzlich für mich als dieser Onkel. Dabei ist Onkel nie in Frankreich gewesen. Er sagt, man muss auch nirgendwo sein. Man könne im Garten sitzen, die Welt käme zu einem, wenn die Vögel vorbeifliegen oder im Apfelbaum Halt machten. Er hat sich sein Frankreichbild von den Kollegen der Werft formen lassen. Er hat sich auch in ein paar Büchern kundig gemacht. Aber er kennt nur sich aus im Juragebiet, von wo er seinen Wein geliefert bekommt. Den Namen der wundersamen Orte spricht Onkel nahezu heilig aus. Also er sagt, Bommle, Monsieur, und ich habe sofort Postkartenansichten vor Augen und erzählt mir sehr viel über die Landschaft. Und Tante Lucy sagt, das ist doch alles Mist. Was ist das denn für ein Blödsinn, was du da anbringst? Also der bringt dann einen Wein mit einem Käse, macht das alles und sie sagt, ich esse lieber Harzer. Und das schaukelt sich dann so hoch. Er sagt fromm Margerie, sie sagt fromm mager I. Er spricht von Expertenjury, die jeden Käseleib beurteilt und mit Punkten versieht. Sie sagt Exupéry. Ach, das Buch kenne ich. So, und eines Tages führt mich dann der Onkel in seinen Garten und bittet mich in seine private Ecke und legt die Finger auf meine Lippen und sagt, ich muss ihm jetzt versprechen, zu schweigen und auch ein Gelöbnis ablegen. Der Tante nichts davon zu sagen und zieht, nachdem ich ihm eher schwöre, zu sterben. Aus der linken ein französisches Glas, aus der rechten Tasche Glas Nummer 2 und zaubert aus der Aktentasche eine leicht bauchige Flasche hervor. Er korkt sie mit den Zähnen, wie der Franzose es angeblich dort macht, woher der Wein ist. Also die Werft ist sein Weinlieferant. Er gebe das Geld nicht für Fusel und Bier aus, wie die Tante ständig redet. Er werfe sein Geld den Gourmets in den Rachen, die dann so herrlich schöne Fläschchen hierher schicken. Eine Menge Flaschen haben sich da schon über die Jahre angesammelt, fein im Keller alle gelagert. Jede einzelne Flasche, ich soll mir das nur einen angucken, ist eine kostbare Fracht. Das ist eine Flaschenpost nach der anderen. Und immer stammt der Wein aus dem Juragebiet. Die Kollegen nennen ihn bereits Jurist. Und auf seinem Grabstein würde er am liebsten nur dieses eine Wort, Jurist, geschrieben sehen. Sagt er, gießt sich ein und auch von mir, von dem Wein in diesen zwei edlen Gläsern. Und sagt dann, abwarten, atmen lassen, sagt er, atmen, immer nur eine Nase voll nehmen. Und legt seinen Finger an seine Nasenspitze. So eine Nase, Junge, trägt nicht jeder. Das tragen nur die Besten von die Besten. Das hat eine leichte Tendenz zu einem Knöllchen.
Und dieses Knöllchen muss sein von unten angespalten, wie man Holz für Winterkamin spaltet an. Das muss sein leicht gerötet, mit einem Hauch zum Winkchen hin in Blau-Violett. Dieses Blau-Violett, das nur entsteht am Glasrand von Jurawein. Das ist Nase von Jurist. Das ist am Jurawein gereift und schenkt uns beiden ein. Und stumm und freundlich nickt er mir zu. Es könne mir gar nichts passieren, solange er mich zum Weintrinker ausbildet, würde er es mir auch nicht schaden. Er habe die Kontrolle. Tante Lucy hat Unrecht und übertreibt und in Maßen genossen, ist Wein gesund. Das haben zahlreiche Studien bewiesen. Wein hilft gegen Gedächtnisschwund. Wein schützt vor Herz-Kreislauf-Störung. Wein bekämpft bestimmt eines Tages die Menschheitsgeißel Krebs. Und schon sind wir einander verschworen. Ein Duo wie Don Quixote und Sancho Panza. Und er schlägt mich in seinem Garten zum Weinknappen und sagt, es kann ein Ritter der Jura aus mir werden, wenn ich weiter folgsam bin und den kleinen Schlucken trinke und den Wein so lange im Rachen lasse wie Onkel Onkel, bis sich der Kehlkopf bewegt. Und ich schließe meine Augen nur scheinbar, solange er sie geschlossen hat, mit dem Wein im Mund, was ich durch Blinzeln durch die Finger immer wieder überprüfen kann. Und so sitzen wir sehr oft in seinem Eckchen und reden von Rotweinsorten wie von Frauen, von denen ich genauso wenig Ahnung habe. Dann habe ich hier irgendwas jetzt rausgesucht, was bestimmt nicht so wichtig ist. Und die Uhrzeit müssen wir noch, weil ich will nicht übertreiben. Wie lange? Ach, denk 10 Minuten gehen noch. Ja, 5 machen wir dann. Also, da beschreibe ich halt so, wie wir eine Jugendgruppe waren. Dann beschreibe ich halt, wie ich in die Stadt gekommen bin. Dann beschreibe ich halt, wie immer mehr in den Kneipen saß. Alle großen Ziele wie Kunst machen, Schriftstellerei und so weiter, sich immer verloren haben. Die Jobs werden immer blöder. Das war ja damals durch diesen SV-Ausweis oder wie der hieß, auch abzusehen. Also wenn ich noch im Fernsehelektronikwerk für Dingsbums, Fernsehelektronikwerk Bildschirme herstellen, noch so fast 2 Jahre gearbeitet habe im Vierschichtsystem, war es bei der Tischlerei und Kraftfahrer nur noch so 1,5 Jahre und es wurde immer weniger. Und zum Schluss war ich in so einem Neubaugebiet in Berlin nur noch so Rampenwart. Das war also wirklich nur noch mit leeren Dosen, Abfall, Mist, Gestank und Ratten und hinten für das Halbe. Und in der Zeit hat jemand mir dann angeboten, dass ich quasi noch Mitropa-Kellner werden könnte. Aber das ist natürlich auch ein Risiko als schon richtiger Alkoholiker. Aber die Durststrecke ist vorbei, so nenne ich das. Und ich bekomme also auch diesen neuen Job. Und dann bin ich endlich Mitropa-Kellner mit einem langen schwarzen Kittel in den Abteilen unterwegs. Ich bin jetzt ein Zugreisender unter lauter Zugreisenden, schreibe ich Tante Luzi, mit einer richtigen Aufgabe betraut. Ich soll Kaffee bringen, Bestellungen entgegennehmen, ich soll höflich zu jedermann sein und besonders höflich zu gewissen wichtigen Personen, sagen wir Betriebsdirektoren, Fernsehleuten, Schlagerstars, Spitzensportlern. Und, liebe Tante, die Leute im Zug feiern viel lebhafter. Das habe ich schon rausbekommen. Sie feiern auch irgendwie schneller. Sie werden wahrscheinlich schneller fahren, weil sie vom Fahrplan und den Ankunftszeiten abhängig sind, denke ich. Und nachdem es sich herumgesprochen hat, dass ich ein Original bin, bitten mich die Leute sogar, Thüreblaus zu geben vom Moserhans, ihnen etwas zu singen. Und ich biete ihnen die Show. Ich turne durch Sitzreihen, singe von Tisch zu Tisch davon, dass ich auf einem Fleckel sitze, im Weinlokal, im stillen Eckle, weil ich muss im frühen Leben Reblaus gewesen sein, sonst wäre ja die Sehnsucht nicht so groß nach dem Wein. Darum tue ich den Wein ja auch nicht trinken, sondern beißen. Ich habe den roten Grat so gern, wie auch den weißen. Und das alles ziemlich täuschend echt von mir auf Hans Moser nachgesungen und auch gut gespielt, dass sie johlen im Zug und ausrasten und mich mit Shampoos bespritzen und Schnapsrunden abservieren, die Sektflaschenhälse mir zwischen die Zähne pressen. Und der Küchenchef sagt, dass ich ja echt eine Nummer sei. Reisende würden bereits extra diesen Zug buchen,
um mich zu erleben. Das kann doch sein, dass dann irgendwie einmal ein Fernseher, einer vom Fernsehen da ist und dann entdeckt er dich und dein Talent und dann geht's aber mit dir ab, hoch oben zu den Sternen. Aber das wollen wir mal nicht hoffen, ne? Das wäre ja für uns hier im Zug echt ein Verlust, ne? Also spiele ich weiter zum Jux der Leute. Den Moser-Hans, Moser-Hans, unter Jubel mit Schnaps und Wein abgefüllt. Für die spendablen Reisenden, die mich als reblos, reblos erleben wollen. Und ich verwandle jedes Mal den Zug in ein Tollhaus mit meinen, drum habe ich ja den Krumpulskirchen, jo, so vom Herzen gern. Und wenn ich einmal stirre, dann möchte ich auch wieder reblos werden. Und der Zugkoch sagt, und das ist nachher bei dir dann ähnlich, taucht das auf, dass in diesem Zug reiset ja die ganze Gesellschaft im Kleinen. Also was wir hier erlebten, passiere im Großen und Ganzen landesweit. Also wie befremdlich uns die Besäufnisse im Zug auch vorkommen mögen, das sei unser Land und dessen Bevölkerung und das sei der Staat und seine Bürger. Und formt dazu aus der Masse Fleisch, kleine Buletten, die in der Pfanne zu seinen Worten kurz nur zischen. Und besonders lustig finden Sie, wenn ich mir ein Handtuch um den Hals knote oder auf die Knie falle und das Tablett auf meinen Kopf balancieren, so mit zur Waggondecke verdrehten Augenaufschlag singe. Hab schon als Kind, hab ich schon gedacht, was kann das denn nur sein? Wenn die Mutter hat mal Milch geben wollen, dann wollte ich schon weinen. Und das so mit überhöhter, piepsiger Kinderstimme vorgetragen. Also ich konnte die Milch ja gar nicht vertragen. Mir haben sich die Haare, die aufgestellt und umgedreht war, sofort mein Magen. Und eine Frau kommt hinzu und presst mir eine Nuckelflasche voller Eierlikör in den Mund. Und das wird dann im Zug so Sitte. Alle meine Gesänge werden mit reichlich Schnaps belohnt. Und es klingelt die Kasse und wir haben genügend Geld. Und der Koch nennt mich uns klein Puccini. Und dann sind wir am Reiseziel und die Party geht jetzt richtig los. Die Tassen werden auf mich, auf die Kunst erhoben und die Korken knallen. Und sie lassen sich nicht lange bitten. Für die Kunst, kreischen sie. Und jedes Mal bin ich der Erste, der von dem ganzen Fest danach am ersten besoffen ist. Aber die Tante ist begeistert. Endlich ist aus dir etwas geworden. Ein Reisekader. Wer hätte das gedacht? Ja, ja, die Hauptstadt, wenn man sich in ihr nur richtig bemüht, ist sie für jedermann offen. Das sind ja wunderbare Entwicklungen, die ich da von dir geschrieben bekomme. Das sind gute Nachrichten, die ich ihr sende. Und erst die vielen Postkarten von den Orten, an denen ich bin. Sie hat einen Koffer extra geleert und sie alle darin aufzubewahren. Das sind für mich wertvolle Schätze, Junge, schreibt sie. Fest davon überzeugt, dass aus einem guten Postkartenschreiber auch ein guter Geschichtenschreiber werden kann. Manchmal muss ich sogar weinen vor lauter Glück. Und dann irre ich mich in einem Zug und reise rotzvoll mit dem Zug über die Grenze eines Landes in ein unbekanntes Land und sie unterstellen mir Fluchtgedanken und bestrafen mich mit Zelle bei der Polizei. Nur mein Glück, dass sie, also bis dahin hatte sich dann rumgesprochen, dass ich der Moser-Hans-Imitator bin und soll dann der Polizei auch Kunst geben, werde dann entlassen und draußen steht Tante Lucy zu meinem Empfang. Und Tante Lucy nimmt mich auch in Empfang und mault, hier seien da Gerüchte zu Ohren gekommen, dass ich mich zum Tanzbären anderer Leute erniedrigen lasse. Das werde sie jetzt aber zu verhindern wissen, sagt sie, und holt mich aus der Hauptstadt in die Kreisstadt zurück und besorgt mir eine Stellung im Lagerhaus einer Lebensmittelfirma gleich neben dem Getränkestützpunkt. Ja, der Rumtopf und die schnapsbrauende Tante, das ist ein richtiges alchemistisches Labor. Was zischt und blubbert. Und es klingt erstmal sehr harmlos und ulkig, aber sicher kein Zufall, dass diese doch auch tragische Geschichte dort beginnt. Ja, ich hatte bei dem Buch, also wie du auch gesagt hast, ich hatte ja nur zwei Möglichkeiten. A, ich wollte kein Du-Du-Du-Buch machen, ich wollte aber auch kein
Josef Roth durchblitzen lassen, einen schöneren Tod als den Säufertod kann man einem Säufer nicht wünschen, also oder allen anderen Säufern wünscht man so einen schönen Tod, also wo das so geheiligt wird, wo man sagt, der säuft, kommt auf bessere Ideen, hat mehr Einfälle, ist ein Genie. Um das Genie noch zu toppen, ist es besser, man ist ein versoffenes Genie, das ist noch besser. Ich wollte halt irgendwie so, dass die Leute sich anstoßen und sich irgendwie erinnert fühlen an die Momente, wo es alles ganz schön ist, also wenn der Onkel einen dann mitnimmt und seine Freude dran hat, wenn man das erste Mal Bierschaum ausspuckt und dann einen dann doch zum Weinkenner entwickelt oder so. Wie das irgendwie alles bei mir auch in der Adoption war. Man muss ja bedenken, bei mir, ich habe ja zwei Dinge, als ich aus dem Heim raus war, kennengelernt. Das waren Bücher und Alkohol. Im Keller, in Regalen, im Kühlschrank, überall in der Wohnung. In extra Stränken auf Wein, auf so ein Transportwägelchen. Und das waren für mich die zwei Dinge, Bücher und Alkohol. Das hatte sofort mein Leben mit knapp ab elf Jahren einen neuen Schub gegeben. Also ich fand alles, was ich in Büchern gefunden habe, Enzyklopädien, Umblättern, Seiten, Zeichnungen, Grafiken, Pergamentpapier dazwischen, dann die Abdrücke am Pergamentpapier von den Kristallen, die da meinetwegen auf der richtigen Originalseite und der Geruch von Büchern, das Knicken, das Geräusch, dann auch dieses, dass die Eltern mit den Büchern nichts groß anfangen, dass die irgendwo rumliegen auf dem Boden, in Kisten, Schränken. Das fand ich alles ganz genauso wahnsinnig wie den Keller. Voller Schnaps und als ich gelobt wurde, ein guter, tapferer Bursche zu sein, der sich traut, ums Haus rumzugehen, in den Keller rein. Und im Keller war der Lichtschalter für den Keller noch ganz hinten. Und keine Angst vor Wagenknecht, Spinnweben, hopsenden Unken oder sowas, dann durfte ich immer in den Keller gehen und ich war dann plötzlich nicht nur Herr der Bücher auf dem Boden, sondern ich war auch Herr im Keller über den ganzen eingeweckten Rumtopf und diesen und ich konnte dann tatsächlich manipulieren, die hatten gar keine Übersicht, ich kriegte mit, die hatten keine Übersicht über die Bücher, die sie oben da irgendwo gelagert hatten und sie hatten keine Übersicht über den Alkohol und also war das für mich relativ klar, dass ich das durchaus in so einem Buch beschreiben kann, wie es dazu kommt. Und aber ich meine, wenn man so Anfänge, wenn man die Anfänge sucht, ne, und im Rückblick erscheint ja immer alles so ein bisschen zwangsläufig, es musste ja so kommen, weil es so angefangen hat. Oder hat man zwischendurch auch immer die Idee, dass man denkt, man kann alles ändern, man kann alles beeinflussen und man springt da einfach noch ab. Nee, ich habe ja schon angedeutet, als ich die erste Nachricht bekommen hatte, dass mein Vater ein Trinker war, als meine Adoptionsmutter sich nicht beherrschen konnte und das so in mir ins Gesicht geschrien hat. Und wir waren ja damals die Generation, die von den Genen, also alle redeten von Genen. Ich glaube, jetzt wird auch wieder von den Genen geredet, dass die Gene doch nicht so eine Idee der 50er, 60er Jahre waren, sondern dass die Gene doch ganz entscheidend auch beim Alkoholismus mitwirken. Da hatte ich dann irgendwie so eine Übereinkommen mit mir, dass ich keine Angst mehr davon habe, um dem Vater nahe zu sein. Der hätte auch Mörder sein können, wäre ich vielleicht auch ein Kriminell geworden, um wenigstens eine Ebene zu finden, wo ich sage, da sind wir ein Fleisch und Blut. Da falle ich nicht weit vom Stamm. Insofern war mir das nicht unangenehm. Und ich konnte mit diesem Alkohol in diesem etwas enthemmteren Zustand auch wirklich Aufmerksamkeit erregen. Ich konnte Klassenklon werden, ich konnte bei den Partys auf den Tisch springen, ich konnte Lieder singen, Reime, die sie am nächsten Tag toll fanden, die ganze lahme Party nochmal richtig in Schwung gebracht hat. Das fand ich schon alles ganz gut. Ich fand es halt bloß dann eben später nicht mehr so gut, dass es alle anderen Freunde dann 18, 20 waren, gingen zur Tagesordnung über, Familie gründen, Kinder, Arbeit, Job, Armee, Studium und sonst was. Und ich saß immer noch da und schrie immer noch, kommt doch zurück, was ist denn jetzt los mit euch? Wieso lasst ihr mich jetzt hier allein? Und da begann dann eben dieses Alleine-Trinken, also aus Bockigkeit. Ne? Und bist du schon oder? Bei mir war es ein bisschen ähnlich, anders. Ne? Anders. Also ganz, ganz anders sogar. Aber Ein bisschen später heißt es dann im Buch,
man muss sich schädigen, weil der Staat die Beschädigten nicht braucht. Ist das so eine spezielle Logik des Trinkens in der DDR? War ein umgangssprachliches Verhältnis. Also konnte man sich auch dadurch sozusagen vor bestimmten Ansprüchen schützen? Ja, du warst oder? Ja sozusagen außerhalb, also außerhalb der Gesellschaft zu sein, war ja in der, im dritten Wohnzimmer oder dem zweiten Wohnzimmer, also in der Gemeinschaft der trinkenden Männer und der Saufgemeinschaft, denen sowieso alles scheinbar nach einer gewissen Heiterkeit in der Kneipe sowieso egal war, was draußen. Mhm. Also man hatte immer draußen die Leute, die da zur Arbeit gehen und alles Mögliche und sagen, jawohl, der Sozialismus je stärker. Und in der Kneipe waren halt gerade in Berlin viel, viel derbere Witze drauf. Und da hat man manchmal Leute schon bei uns oben an der Ostseeküste, hätte man die eingesperrt dafür. Mhm. Und in Berlin war das ein lautes Gespräch zwischen Gast und Wirt. Also da fühlte ich mich schon irgendwie so ein bisschen immer in so einer Gemeinschaft drin, die sich auch vertraut nach einer gewissen und sich auch gewissermaßen in Schutz nimmt und sagt, Mann, das war ja bloß der Alkohol, der ist. Ja. Es kommt dann so vor wie die Kneipe als Paralleluniversum ohne Verbindung rundum. Und ich glaube, Sie haben dort auch wahrscheinlich sehr viel Material gefunden. Und ist es auch so, dass man das Thema, wenn man sowas schreibt, auch ganz also als Material betrachtet? Weil es gibt ja unheimlich viel her, darüber zu schreiben. Dieser manische Rhythmus und diese Schnelligkeit, aber auch das Vokabular, wo es alleine für Trinker und Betrunkensein 35 Synonyme gibt und diese ganzen Sprüche von Hopp, Hopp, Rinnenkopf bis sonst was, diese Sachen, die findet man sehr viel in Ihrem. Ja, ja, aber das ist ja so mein Zwang, ist ja immer so, Lieder mit reinzubringen, die irgendwie so eine Funktion immer haben. Also ich habe auch immer sehr viele Lieder gehört. Also wenn irgendwas sehr traurig war und beinahe jetzt alle geschwiegen hätten oder alle geheult hätten, musste ein halbwegs lustiges Lied wieder her, das irgendwie so. Ich fand auch irgendwie diese amerikanischen Beerdigungen, fand ich toll, dass sie erst getragen und dann plötzlich ausflippen. Und es waren immer Begründungen da, es wurden immer ständig irgendwelche Sätze, wenn jemand gesagt hat, ich bin jetzt fertig, ich bin abgefüllt, ich bin schon das dritte Mal K.O. gegangen, dann wurde eben gesagt, einer geht noch und auf ein Bein und wenn wir uns am Boden noch festhalten können, sind wir nicht betrunken und so. Und dann wollte ich diese Sprüche alle noch mit reinnehmen, die da so im Schwange sind. Also jetzt, um die Gemeinschaft zu erhalten und um keinen verloren zu gehen. Ne? Also so wurden ja sehr viele Sachen bemüht, um dass der da bleibt, dass der jetzt kein Schlaffi wird, dass der jetzt, du wirst ja nicht, ob du nach Hause wird, was soll denn das? So, ne? Da wurden immer so zack, zack, irgendwelche Parolen, ähnliche Dinge bemüht, die dann doch dann den anderen gezwungen haben, stramm dabei zu bleiben. Ne? So. Aber es gibt doch auch Momente, wo ich sagen würde, dass man da, ja, dass man schon eine Reue spürt über die vielen Jahre, die man verloren hat, wo es an der einen Stelle heißt, ich hätte jenes Kind bleiben sollen, das in der ersten Kneipe sich geschworen hat, nie wieder so ein stinkendes, rauchiges Loch angefüllt mit widerlichen Typen zu betreten. Ist ja auch das erste Gefühl. Wenn man jetzt also bedenkt, bei mir hat es ja nur, um es zu reduzieren auf, wenn es so weit kommt, 3 Gläser in der Kneipe oder in der Gesellschaft. Wenn man da bedenkt, dass ich dafür 5 Jahre brauchte, um das alles wieder auszubügeln, ein bisschen so wegzukommen, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen auf Normaleres so. Und wenn man, ich habe immer eine Horrorvorstellung im Kopf gehabt, wie viel Lastzüge, Tankwagen, das wohl schon sind, die ich da einfach Zeugs getrunken habe, die ich gar nicht, das ich gar nicht brauche eigentlich. Und die viele Zeit, die da so durch den Kamin gefegt ist, das ist nicht angenehm, wenn man darüber nachdenkt. Also nicht hier, um nachzudenken, was hätte aus mir alles werden können, aber das ist schon mit 55 das erste Mal einen Literaturpreis dann zu schaffen und diesen langen Weg gegangen zu sein, zu sagen, okay, ich mache 5 Jahre Therapie, aber dann greife ich mal an und dann zeige ich da wirklich mit dem komischen hohen Alter, dass doch noch irgendwas drauf habe. Dass also die Leute, die mich vorher abgeschrieben haben, die gesagt haben, der war Wetzinek, der mag ja genial sein, der mag ja auch was drauf haben, aber das, für uns ist das nur ein heilloser, versoffener Pfeifenkopf, da ist nichts mehr, da kommt nichts mehr und das hat mich auch immer geärgert. Ich wollte halt irgendwie zeigen, dass das
dass es noch Momente gibt, vielleicht bevor ich sterbe, dass ich nicht nur einmal aufgerafft habe. Und es ging ja glückhaft ab, das ging ja sensationell gut. Also es hätte ja keiner mit dem Bachmann-Preis gerechnet und dann noch Publikumspreis und gleich so ein Bucherfolg und so Verkaufserfolg. Und der erste war ja auch der Therapeut Gedig, der als erster wild angerufen hat und gejubelt hat, weil das war auch für ihn so ein Erfolg. Also vielleicht als Brücke zu dem nüchternen Buch nochmal. Also ist es auch so, dass Sie das Gefühl haben, Sie haben sich da rausgeschrieben direkt? Ja, wird so allgemein gesagt. Wir haben vorhin auch schon drüber geredet. Das ist so eine Lieblingstheorie von Psychologen und Traumata. Fachleuten, die sagen, man soll sich das runterschreiben. Das ist also im Prinzip sind wir dann quasi auf einem richtig guten therapeutischen Weg, aber ich denke mir, wenn das jetzt klappen würde, die Hunderttausende, dann würden ja 100.000 Bücher mehr und Biografien entstanden sein. Also ein bisschen ist es schon so, dass man sich das runterschreibt. Das ist auch harte Arbeit und. Ja, aber ich habe auch schon geschrieben, da war ich erst 6 Jahre und da habe ich auch schon einen Versuch für Frauen, zum Frauentag ein Frauengedicht zu kritzeln und das auswendig zu lernen. Also ich meine, da war ja mit Alkohol noch nicht so, da weiß ich auch nicht, was ich da therapiert habe, aber die Therapeuten, Psychologen wünschten das gerne, ne? Hast du da so die Erfahrung, dass die... Ich finde immer, es ist einer der ersten Fragen gekommen, aber es ist doch wie so eine Therapie, sowas zu schreiben. Und also mir ging es eben gar nicht so, es ist Arbeit. Also es ist irgendwie, es ist dein Job, mein Job, irgendwie das zu schreiben. Und ich habe lang gebraucht, um irgendwie das irgendwie hinzukriegen, dass ich irgendwie, was ich finde, gut klingt, schreiben kann. Und es war anstrengend, also für mich war es anstrengend, das Buch zu schreiben, furchtbar anstrengend. Das hatte nichts Therapeutisches, nichts Kathartisches. Ich habe mich danach nicht besser gefühlt irgendwie, sondern eher so, oh fuck, scheiße. Ja, aber das ist so schlimm ist es wirklich. Das ist hart, also sich rauszunehmen aus dem ganzen Leben und dann am Schreibtisch nur zu glucken. Ja. Und dann wegen, die magere Ernte ist ja mitunter, dass man in der Woche nicht viel schafft. Ja, ja. Das ist so, manchmal flutscht es ja, manchmal geht es ja, aber im Prinzip ist Regelmäßigkeit und dann eben damit sich begnügen, dass allzu viel dabei, dass man sich noch mehr anstrengen muss und noch mehr rausnehmen muss aus der Gesellschaft und dem ganzen Leben, das ist, ich erlebe es ja gerade wieder, also ich schreibe immer vom November bis März und es ist so schwer, wenn man so schön im Leben drin ist, dann zu sagen, oh Kinder, ich schreibe doch jetzt und dann willst du da nicht hinkommen, nee, willst du da hin? Und man geht dann trotzdem noch hin und jetzt ist schon fast der November wieder vorbei und es ist, aber das wissen die meisten Leute gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, wenn du so einen kleinen Zeitungsartikel machst allein schon, ja. Ne? Weil wir ja alle nicht die Genialen sind, die es so bringen. Niemand, aber dann vielen Dank erstmal, Peter Wawrzynek. Ja. Für das Gespräch und ich fürchte, ich bin nicht so ein guter Performer wie Peter. Ich versuch's. Ich lese die ersten 3 Seiten aus dem Buch und dann möchte ich das letzte Kapitel lesen, sodass Sie so einen guten Bogen bekommen, worum es in dem Buch geht und auch so von der Geschichte, die ich erzähle. Als alles begann. Es ist immer einfacher, sich an den Anfang einer Liebe zu erinnern, als an ihr Ende. Ich kann auch mit 100%iger Genauigkeit das Gefühl jener Zeit in mir hervorrufen, als das Trinken zu einem festen Bestandteil meines Lebens wurde, zu einem unverrückbaren, beglückenden Bestandteil. Es war in New York, in Park Slope, um genau zu sein, einem malerischen Stadtviertel in Brooklyn, dessen Straßen mit hübschen Brownstone-Häusern und mit um die Jahrhundertwende gepflanzten Ginkgo-Bäumen gesäumt sind und in dem man die Sonntagnachmittage mit Kaffeebechern in der Hand und einem Hund an der Leine im weitläufigen Prospect Park verbringt. Doch im Grunde hat diese Geschichte überhaupt nichts mit New York zu tun. Es ist eine ganz gewöhnliche Geschichte, die sich so oder so ähnlich auch an jedem anderen Ort der Welt abspielen könnte, in London, Barcelona oder Tel Aviv, in Dresden, Bamberg oder Offenbach, in Berlin sowieso.
Suchen Sie sich einen Ort aus. Ersetzen Sie New York durch die Stadt, in der Sie gerade leben, oder durch einen Ort, an den Sie sich besonders gerne zurückerinnern. Stellen Sie sich vor, wie Sie ein Walnussbrot aufschneiden, einen provenzalischen Ziegenkäse aus dem Einschlagpapier nehmen, ein paar Muskattrauben dazulegen und sich einen kalifornischen Pinot Noir ins Glas gießen. Wie Sie das Glas zum Mund führen, das weiche Aroma einatmen, einen Schluck nehmen und kurz darauf spüren, wie jenes warme Gefühl der Entspannung durch Ihren Körper fließt. Wie Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin anlächeln, wenn Sie das zweite Glas hinüberreichen. Wie die schiefen Zwischentöne im Zusammenleben der vergangenen Tage, die beiderseitig unausgesprochenen Unzufriedenheiten und bösen Vorahnungen wieder leiser werden. Wie Sie wissen, dass für die nächsten Stunden das Chaos da draußen und auch das in Ihnen weitgehend in den Hintergrund rücken wird. Wie Sie eine Zufriedenheit spüren, die sich ein bisschen wie Glück anfühlt. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe immer gern getrunken. Allein und in Gesellschaft, in Bars und auf dem heimischen Sofa, am Wochenende und unter der Woche. Als Student hatte ich die Partys gefeiert, die alle feierten, die Drogen genommen, die alle nahmen, die verkaterten Vormittage, Affären und Beziehungen durchlebt, die man in dem Alter meistens durchlebt. Das Trinken war dabei stets willkommen. Es wirkte wie eines der selbstverständlichen Rituale des Heranwachsens. Einer Zeit, in der man imstande ist, morgens in einer Bar glücklich die Sonne aufgehen zu sehen, um dann alleine oder zu zweit ohne schlechtes Gewissen schlafen zu gehen. Weil man noch so jung ist und so viel Zeit hat, weil alles, was man macht, noch nicht so richtig zu zählen scheint. Weil das Leben, auch wenn man es selbst gar nicht so sagen würde, noch in seinem vollen Umfang vor einem liegt und darauf wartet, gelebt zu werden. Weil jede Entscheidung noch so wirkt, als wäre sie ganz einfach wieder rückgängig zu machen. Weil man erst sehr viel später realisieren wird, dass alles, dass jede einzelne Minute gezählt hat. Und dass jede einzelne dieser Entscheidungen mehr oder weniger bedeutende Konsequenzen nach sich zog. An die Anfänge großer Lieben, und wie für fast jeden Trinker war das Trinken für mich eine große Liebe, eine ganz große sogar, erinnert man sich vor allem deshalb besser als an ihre Enden, weil sie so viel schöner sind. Die Enden von wichtigen Beziehungen ziehen sich lange hin. Man ringt so sehr und so lange um ihren Erhalt, dass man irgendwann nicht mehr weiß, wann die Liebe zu einem Kampf wurde. Die Anfänge hingegen sind meistens voller Versprechen, voll schöner Projektionen. Tatsächlich konnte ich mir damals mit Mitte 20 in Paxlop vorstellen, noch lange so zu leben. Mit meinem damaligen Partner, unseren Freunden, meinen verschiedenen Jobs und den Flaschen kalifornischen Pinot Noirs, deutschen Rieslings, französischen Bordeaux, australischen Cabernets oder spanischen Cavas, die ich nach eingehender Beratung in einem gut sortierten Weinladen in unserer Nachbarschaft erstand. Mit dem Gefühl der Balance, die das Trinken mir vermittelte, dem sanften Vergessen, das es nach anstrengenden Arbeitstagen förderte, mit dem Eindruck eines sinnlichen Puffers zu dieser Welt, den es bei mir hinterließ. Damit, dass es jene Stimmen in meinem Kopf zu beruhigen schien, die von Zeit zu Zeit lautstark meldeten, um mich daran zu erinnern, dass bei Weitem noch nicht alles so rosig war, wie ich es wollte. Es war gar nicht so, dass wir exzessiv tranken, mein Partner und ich. Obwohl wir an den Wochenenden oft ausschweifend feierten, blieben wir lange bei der gemeinsamen abendlichen Flasche und das noch nicht einmal jeden Tag. Die Wahrheit aber war, dass ich mir schon damals das Leben, das wir uns eingerichtet hatten, nicht ohne diesen Wein vorstellen konnte. Eigentlich hatte ich schon damals das Gefühl, dass dieses erwachsene Leben nur einen Sinn hat, wenn man auch trinkt. Kapitel, was jetzt kommt, also das letzte Kapitel in dem Buch, das beschreibt den letzten Tag, an dem ich getrunken habe. Und es heißt, der große Preis von Berlin. Ein Jahr, nachdem ich mit dem Trinken aufgehört hatte, habe ich mir das Wort Grace auf mein rechtes Handgelenk tätowieren lassen. Ja. Grace heißt so viel wie Gnade, Anmut oder Güte. Ich bin nicht religiös, aber immer noch viel zu oft unzufrieden mit meinem Leben. Ich mag es, daran erinnert zu werden, dass es viel gibt, wofür ich dankbar sein kann.
Leute fragen mich oft, wie ich es geschafft habe, aufzuhören. Und jedes Mal bin ich etwas verwirrt, denn das Aufhören war nie das Problem. Auf die Frage, wie ich es schaffe, nicht wieder anzufangen, kann ich antworten, dass ich versuche, ein möglichst glückliches Leben zu führen. So oft wie möglich innere Ruhe zu finden und mich der Welt irgendwie zu öffnen. So esoterisch das auch klingt, ich versuche, dieses Leben so zu akzeptieren, wie es ist. Als Grace eben. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie in mir damals der Entschluss heranreifte, nichts mehr zu trinken. Ich weiß nur, dass irgendwann die Frage, der Haupttenor des inneren Monologs in meinem Kopf, plötzlich nicht mehr warum ich hieß, sondern warum eigentlich nicht ich? Warum sollte ich nicht eine Krankheit haben, wie sie so viele Menschen haben, überall, und wie sie auch einige meiner Freunde hatten? Warum sollte ich nicht versuchen, einen Weg zu finden, damit nicht bloß alt zu werden, nicht bloß zu überleben, sondern wirklich zu leben? Irgendwann wusste ich tatsächlich, dass es soweit war, einen Schlussstrich zu ziehen, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wie dieser aussehen würde. Irgendwann wagte ich den Sprung ins Ungewisse. Ich glaube, es ist auch ein Moment von Grace. Viele Trinker, die ich kenne, versuchen einfach weiterzumachen, mit dem Glas in der Hand, die Augen verschlossen vor der Katastrophe, die sich vor ihnen abzeichnet. Es fing alles mit einer schweren Lungenentzündung an, die mich jeden Sommer für mehrere Wochen außer Gefecht setzte und mir zum ersten Mal bewusst machte, dass das, was Leute mit Sterblichkeit meinen, etwas sehr Reales beschreibt. Jeder Tag, den ich bewegungslos und mit hohem Fieber in der Hoffnung verbrachte, die Antibiotika mögen anschlagen, jeder Tag, den ich damit verbrachte, mühsam und in kleinen Schritten wieder mein Lungenvolumen aufzubauen, war Teil eines nachhaltigen Entzauberungsprozesses. Ein Teil von mir hing nämlich immer noch dem Glauben an, dass meinem Körper, meinem Kopf nichts passieren könne, dass ich mich immer wieder regenerieren würde, egal was ich anstellte. Ich war fast einen ganzen Monat krank. Davor hatte ich ein halbes Jahr mein Kontrollregime durchgezogen, 4 Drinks an 2 Abenden die Woche, was mehr schlecht als recht funktionierte und regelmäßig zu den mir vertrauten Abstürzen mit ihren drastischen Folgen führte. Während ich krank war, kam ich gar nicht auf die Idee zu trinken. Und als ich die Idee dann doch einstellte, dachte ich, dass es ganz gut sei, eine Weile nichts anzurühren, was ich auch tat. Als ich dann jedoch wieder gesund war, überkam mich ein ungeheures Bedürfnis, am Leben dort draußen teilzunehmen, bei jeder Party mitzumachen, auf jede noch so kleine Galerieeröffnung zu gehen, so viele Menschen wie möglich zu treffen. Ich hatte einen Monat nichts getrunken, das schien Beweis genug, dass ich kein Alkoholproblem hatte. Es dauerte nicht lange, bis ich wieder jeden Abend trank. Ich war einfach jeden Abend unterwegs. Es war ein wundervoller Sommer, klar und heiß, voller Versprechen. Mein Trinken nahm innerhalb weniger Wochen die Ausmaße an, die es zeitweilig schon mal angenommen hatte und deren Wiederkehr ich heimlich immer befürchtet hatte. Ich trank nicht mehr nur jeden Abend, sondern wurde auch fast jeden Abend betrunken. Und es schien mir nichts mehr auszumachen. Tag um Tag, Woche um Woche ging ich nach der Arbeit aus, traf Leute, kam spät nach Hause und wollte eigentlich noch weiter feiern. Und hinter der Fassade zeichnete sich meine Verzweiflung erneut in aller Deutlichkeit ab. Die Momente der Pathologie, deretwegen ich doch überhaupt versucht hatte, mein Trinken zu kontrollieren. Mir war dieser selbstzerstörerische Sog vertraut und mehr noch. Ich hatte das Gefühl, dass er dieses Mal noch stärker geworden war, dass es vermutlich anstrengender werden würde, ihm etwas entgegenzusetzen. Es war nur ein kleiner Schritt weiter in die Abhängigkeit, nur eine kleine Verschiebung. Eine Verschiebung, die mir doch einen unheimlichen Schrecken einjagte. Warum nicht ich? Solche Momente der Klarheit sind kostbar. Die Wahl zwischen dem Trinken und dem Nichttrinken gibt es immer. Nur hat man sie als Abhängiger meistens nicht. Dafür laufen zu viele Prozesse in unserem Unbewussten ab. Zu viele Entscheidungen haben wir schon lange getroffen, bevor wir auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht haben. Doch jeder Abhängige, jeder Trinker kennt sie, diese Momente der Klarheit. Jene Momente, in denen ein Lichtstrahl durch die dicke Schicht des Selbstbetrugs bricht. Jene erschreckenden Momente, in denen man mit seinem ganzen Körper spürt, dass hier etwas schiefläuft.
Es gibt keine Zufälle, heißt es oft. Ich wüsste solche Momente allerdings nicht anders zu beschreiben als in der Sprache des Zufalls. Sie kommen überraschend und sind auch genauso plötzlich wieder verschwunden. Sie brechen über einen herein und haben das Potenzial, wahre innere Revolutionen auszulösen. Man kann sie nicht planen, nicht konstruieren, sich nicht herbeiwünschen. Man kann nur dafür sorgen, dass der Nährboden da ist, um sie zu nutzen, wenn sie eintreten. Den letzten Tag, an dem ich getrunken habe, habe ich im Sommer 2011 bei einem Pferderennen im Berlin-Hoppegarten verbracht. Ich wünsche mir jeden Morgen, dass das mein letzter Tag bleibt. Ich würde inzwischen alles dafür tun, um mich nicht wieder so zu fühlen wie damals. Ich hatte mit meiner Analytikerin ausgemacht, dass ich am Tag darauf meine Trinkpause beginnen würde und mit meinem französischen Freund schon einmal darüber gesprochen, dass es die Möglichkeit gäbe, zu Meetings zu gehen. Offensichtlich arbeitete etwas in meinem Kopf und brachte die gewohnten Argumentationen der Selbsttäuschung durcheinander. Ich traf die Freundin, mit der ich zum Pferderennen ging, morgens um 11 am Alexanderplatz, von wo aus wir zusammen die S-Bahn nahmen. Sie arbeitete für den Verlag, bei dem die Zeitschrift, für die ich tätig war, erschien, und wir waren von einem Anzeigenkunden auf die VIP-Tribüne eingeladen worden. Wir waren beide am Abend zuvor ausgegangen, aber ich war derjenige, der verkatert und eigentlich noch betrunken war. Ein Freund von mir hatte in einer kleinen Bar seinen Geburtstag gefeiert. Obwohl ich nicht lange hatte bleiben wollen, war es ein rauschender Abend gewesen. Der harte Kern hatte erst morgens um 5 Schluss gemacht. Irgendwo aus dem Nichts waren ein paar Gramm Koks aufgetaucht und ich war jede halbe Stunde brav mit deren Besitzer aufs Klo gegangen, weil man das, dachte ich, so macht, wenn man irgendwo ein paar Gramm auftauchten. Und obwohl ich eigentlich schon Jahre zuvor, als ich aus New York weggezogen war, beschlossen hatte, das nicht mehr zu machen. Ein anderer Bekannter, der, wie er erzählte, 11 Monate lang abstinent gelebt hatte, wurde an jenem Abend rückfällig. Irgendwann stand er mit uns auf dem Klo, das Glas in der Hand, und ich weiß noch, wie traurig ich das fand. Wie sehr mir eigentlich klar war, dass er gerade etwas unfassbar Dämliches tat, aber auch, dass man da eh nichts unternehmen konnte. Er wirkte mehr als bestimmt. So, als hätte ein Teil von ihm schon eine Weile geplant, an jenem Abend genau das zu machen. Es war ein Abend, wie ich ihn schon tausende Male erlebt habe. Mit oder ohne Drogen. Die Annäherungs-, Gesprächs-, Intimitäts- und Rauschszenarien spielen sich so oder so ähnlich jeden Tag millionenfach überall auf der Welt ab. Ich fühlte mich wie bei einem Spiel, das ich nur noch aus Gewohnheit spielte, für das ich nur noch aus Reflex in mein Portemonnaie griff. Als ich schließlich zurück in meine Wohnung stolperte, zwitscherten wieder einmal die viel zu lauten Morgenvögel und ich fragte mich, warum ich das alles überhaupt machte. In der S-Bahn nach Hoppegarten lachte die Freundin über meine Erzählung vom Abend zuvor. Sie lachte auch über meine Beschreibung meines Katers, sie kannte das. Wir hatten uns beim Trinken kennengelernt, das war etwas, worin wir beide gut waren. Auf der VIP-Tribüne angekommen, fingen wir schon mittags an, Champagner zu trinken. Es war ein Luxus, der sich keiner von uns beiden hätten leisten können. Die ersten Leser beruhigten meinen verkaterten Kopf und ich fühlte mich schlagartig besser. Aber je länger wir tranken, desto deutlicher wurde mir, dass ich an diesem Tag nicht betrunken werden würde. Ich weiß nicht, woran es lag. Wir müssen an jedem Nachmittag jeder 2 Flaschen geleert haben, vielleicht auch 3, ich in jedem Fall sehr viel mehr als sie. Wir feierten bis in den Abend, aber der Alkohol schien nicht richtig zu wirken. Wir waren nicht die Einzigen, die so früh anfingen und so viel tranken. Hunderte von Menschen schienen sich an jenem Sonntag einem kollektiven Rausch hinzugeben, der in seinen Rändern die üblichen Verfallserscheinungen erkennen ließ. Da waren dann manchmal hochpeitschende Lärmpegel, die zunehmend vulgärer werdenden Ausrufe der Menge, der immer verschwitztere, verrutschtere und verschmutztere Sonntagsstart der Anwesenden, später die ersten Eifersüchteleien und Rangeleien, die eine oder andere sich übergebende Person. Wir bekamen eine Tour durch die Anlagen der Rennbahn, konnten uns die Pferde von Namen anschauen, wetteten auf Tiere mit so skurrilen Namen wie Superstition, Night Magic, All Night Long, Arabian Falcon, Dynamite Cat oder mein Favorit, Where Dreams Are, und verloren, selbstverständlich.
Wir feuerten unseren Favoriten vom abgetrennten Teil der Rennbahn aus an, wo wir zwischen Frauen mit Hüten und Männern mit nicht allzu gut sitzenden Anzügen standen, denen man ansah, dass sie elegant und vielleicht auch ein bisschen britisch aussehen sollten und viel Geld gekostet hatten. Die Leute wirkten nicht sonderlich glücklich. Aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Ich selbst trug ein ultramarinblaues italienisches Sommerjackett und einen kleinen Strohhut, der eigentlich hatte ironisch rüberkommen sollen, das aber nicht wirklich tat. Es war alles in allem ein herrlicher Sommertag. Das Wetter war traumhaft und noch nicht einmal zu heiß für Ende Juli. Die Freundin und ich unterhielten uns gut. Wir redeten pausenlos über die Geschehnisse im Büro, unsere letzten recht unbefriedigenden Erlebnisse mit Männern, über die Leute, die mit uns auf der Tribüne Platz gefunden hatten. Auf den Videos der Rennen jenes Tages ist zu sehen, wie schön das Wetter tatsächlich war. Wie klar die Luft und wie grün die Bäume. Man sieht kaum Menschen. Und trotzdem durchfährt es mich, wenn ich mir die Videos anschaue. Sie haben etwas Unheimliches. Ein Pferd namens Daydream gewann damals den großen Preis von Berlin, was ich, wie vieles von jedem Tag, natürlich vergessen hatte. Woran ich mich jedoch bis heute erinnern kann, und zwar in aller Deutlichkeit, wie im Laufe des Tages in Hoppegarten das Gefühl immer stärker wurde, dass dieser Sonntag in dieser skurrilen Umgebung ein schöner Abschied wäre. Ein Abschied von einer großen Liebe, der Liebe meines Lebens. Bei strahlendem Sonnenschein, zwischen Pferden mit lustigen Namen und beschwipsten Menschen, konnte ich in meinem ganzen Körper spüren, dass von nun an mehr als je zuvor jeder Tag dem anderen gleichen würde. Dass selbst so ein absurder, skurriler, alles in allem außergewöhnlich schöner Tag sich innerlich für mich genauso anfühlen würde, wie alle anderen Tage davor auch. Ich wusste, dass es nur noch weiter bergab gehen würde, dass die Momente reiner Dunkelheit und Pathologie nur noch häufiger werden würden, wusste, dass das, was dann noch kommen würde, nichts, wirklich gar nichts Gutes versprach. Ich ahnte, dass ich das, was ich in meinem Leben suchte, auch wenn ich nicht wusste, was es war, nicht finden würde, wenn ich weiter trank. Und ich wusste plötzlich, dass es tatsächlich eine Alternative zu diesem Leben geben kann. Eine Alternative, die ich noch nicht ausprobiert hatte, der ich nicht nur keine Chance gegeben hatte, sondern die ich bis dato noch nicht einmal gesehen hatte. Dass es sinnvoll wäre, die kommende Trinkpause ernst zu nehmen und sie zu nutzen, um meinem Leben tatsächlich eine andere Richtung zu geben. Dass ich auch aufhören könnte zu trinken, wirklich aufhören. Ich glaube, ich sagte das so oder so ähnlich auch jener Freundin, und ich glaube, sie lachte nur und schaute mich ungläubig an. Ganz so, als würde ich schon bald wieder zur Vernunft kommen. Ich erzählte es auch einem Kollegen von einer anderen Zeitung, den ich sehr mochte, und an jenem Abend noch zum Essen und auf eine Flasche Rotwein traf. Innerlich spürte ich, dass das der richtige Weg war. Dass das ein Weg war, den es auszuprobieren galt. Momente der Klarheit sind seltsame Zufälle. Man muss sie beim Schopf packen, denn sie können einem das Leben retten. Sie sind seltene Konstellationen von Neurobiologie und Psyche, die einen ehrlichen Blick auf das Abhängige selbst erlauben. Es sind Zwischenfälle, in denen wir zwar immer noch keinen blassen Schimmer von den Ursachen haben, die unserem Verhalten zugrunde liegen, aber von denen wir trotzdem intuitiv wissen, dass sie gut sind. Es sind Begebenheiten, die einem so überlebenswichtigen wie unwahrscheinlichen Abschied vom Trinken tatsächlich möglich machen. Dass wir diese, wenn auch kurze, Einsicht in die Zusammenhänge bekommen, ist ein unerhörtes Geschenk. Ein wirkliches, ein unglaubliches Beispiel für Grace. Ein Moment von Grace, für den ich bis heute jeden einzelnen Tag dankbar bin. Das war's. Ja, vielen Dank, Daniel Schreiber. Ich habe schon gesagt, ich selbst habe mich dem Buch nicht ganz ohne Angst genähert. Mit der Angst, ja, dass es mir etwas, die Freude an etwas nimmt, was, ja, was ein ganz normaler Teil des Alltags ist. Ist das eine typische Reaktion, erstmal so eine Distanz, also Reaktion auf das Buch?
kommt ganz drauf an, wer das Buch liest tatsächlich. Was du beschreibst, ist tatsächlich, also das habe ich schon oft gehört. Und das ist so eine, und ich glaube, es ist, macht auch sehr viel Sinn, weil ich glaube, ganz viele von uns so eine Angst haben. Ne? Wir haben so eine dunkle Ahnung irgendwie, dass da vielleicht was nicht stimmen könnte, das mit dem Trinken, dass der Alkohol mit irgendwas mit uns macht, wofür wir nicht so richtig, worüber wir nicht so richtig die Kontrolle haben. Ne? Dass wir, keine Ahnung, mir ging es früher immer so, dass ich habe mir oft überlegt, also das, ne, nächstes Wochenende machen wir ein bisschen weniger und dann kam das nächste Wochenende und ich habe eben nicht weniger gemacht. Und das geht vielen Menschen so, glaube ich. Und ohne, dass sie abhängig sein müssen. Und ich glaube, dass diese Angst, dass die existiert und dass es gleichzeitig eben kein Ventil gibt dafür, dass wir als Kultur einfach nicht darüber reden. Dass, es ist ein schambesetztes Thema, wir haben das schon vorhin angesprochen, es ist ein tabubesetztes Thema. Niemand möchte wirklich darüber reden. Und es gibt keinen Diskurs dafür, wie wir darüber reden können. Es gibt nur diesen Diskurs von den ganz schlimmen, extremen Abstürzen von Leuten, die eine Flasche Whisky, eine Flasche Wodka, ein paar Kasten Bier am Tag trinken. Oder wir haben heute auch über Jenny Elvers gesprochen. Und das sind so die Figuren, mit denen wir als Kultur aufwachsen sozusagen und wo uns gesagt wird, das ist Abhängigkeit, das ist Alkoholismus. Dabei ist es eher, sind diese Figuren eher Teil so einer größeren Fiktion, finde ich. Also dieser Parkbank Alkoholiker-Fiktion. Die Wahrheit ist, dass es nur ein ganz geringer Prozentsatz von Menschen mit Alkoholproblemen ist, die, bei denen das so extrem ist. Und dass der größte Prozentsatz von Abhängigen in solchen Leuten besteht, den man es nie ansehen würde, wo man es überhaupt nicht vermuten würde. Aber es gibt ja sicher von vieler Seite auch ein Interesse daran, dass dieses Klischee oder auch diese Verlogenheit bestehen bleibt, weil ja dann das, was auch im Buch der bürgerliche Trinker heißt, sich davon auch distanzieren kann. Ja, auf eine sehr leichte Art und Weise. Das bin ich nicht. Ich trinke weniger als eine Flasche Whisky zum Beispiel. Genau, so. Nee, ich glaube, das ist total wichtig. Und es ist auch kein Zufall, dass wir in den Talkshows immer nur diese Leute vorgesetzt bekommen. Weil das kann man verstehen. Man kann verstehen, dass wenn man wirklich eine Flasche Whisky und eine Flasche Wodka hat, das ist echt zu viel. Und man kann sich eben selbst sagen, also meine ein, zwei Flaschen Wein am Abend, das ist ja überhaupt gar nicht das Problem. Ne? Also ich glaube, es gibt da tatsächlich ein großes kollektives Interesse, diese Fiktion aufrechtzuerhalten. Andererseits gibt es auch ein großes kollektives Bedürfnis, über das Thema zu reden und darüber einfach mehr zu wissen. Also das schreibe ich auch in dem Buch, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, war es wirklich so, ich habe so langsam kapiert, dass eigentlich alles, was ich darüber wusste, falsch war. Ich hatte auch irgendwie dieses Bild vom Alkoholkranken im Kopf, das ich eben beschrieben habe. Ich hätte mich auch niemals wirklich da subsumiert runter. Ich habe irgendwelche Tests gemacht im Internet irgendwie. Und selbst wenn die sagen, ja, schon, also, habe ich gesagt, nee, ach. Ne? Und weil das ist mir noch nicht passiert. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Test gemacht im Internet und alles. Genau, was ich sagen wollte, ist nämlich, inzwischen gibt es ein großes medizinisches Wissen über Abhängigkeit. Es gibt viele Forschungen. Es ist neurologisch nicht vollkommen erforscht, aber zu einem großen Grad. Und von all dem, diesen Forschungen habe ich noch nie gehört. Mir war einfach nicht bewusst, dass es eine neurologische Krankheit ist. Aber was muss man denn wissen? Oder wenn man es mal anders formuliert, was sagen Sie jemandem, der so, das ist ja auch so ein, glaube ich, so eine Meinung, die gar nicht so selten ist, da fehlt halt einfach der Wille. Man kann ja aufhören, wenn der Wille stark genug ist, was würden Sie so jemandem entgegnen? Oder? Das ist mit dem Willen ist eben auch so eine Fiktion. Wenn Leute nur genug Disziplin hätten, dass sie dann irgendwie aufhören könnten. Und ich habe viel Disziplin gehabt, habe ich immer noch. Ich habe auch
ich war relativ erfolgreich, während ich getrunken habe. Ich habe viel geschafft. Und ich habe, wenn es darauf ankam, immer die Zähne zusammengebissen. Und Disziplin war nicht das Problem und der Wille war auch nicht das Problem. Das Problem ist, dass, also wir wissen heute, dass Abhängigkeit eine neurologische Krankheit ist, dass es zu strukturellen Veränderungen im Gehirn kommt, dass die finden auf so einer zellularen Ebene statt, also wirklich die Zellstrukturen verändern sich im Lustzentrum, die finden auch auf einer biochemischen Ebene statt, also das Verhältnis der Botenstoffe. Im Gehirn verändert sich und diese Veränderungen sind nachhaltig, sind irreversibel. Das heißt, viele medizinische Literatur vergleicht das mit dem Fahrradfahren. Das ist so, wie man Fahrradfahren lernt. Also so wie man Fahrradfahren lernt, lernt man zu trinken und man verlernt das eben nicht. Das ist eines der Sachen, die passieren automatisch. Bevor wir überhaupt irgendwelche Entscheidungen treffen, hat unser Gehirn schon für uns entschieden, es bleibt nicht nur bei dem einen Glas, sondern das wird sehr viel mehr. Ja. Es gibt ein schönes Kapitel, bedrückendes Kapitel, das heißt Allein unter Trinkern. Mhm. Da stehen im Mittelpunkt die Ausreden oder die Sätze, die sie sich zurechtlegen, um diese immer wiederkehrenden Fragen, denen man sich ausgesetzt sieht, wenn man sagt, wenn man das Glas ablehnt oder wie auch immer. Faszinierend für mich zu sehen, also wie das wirklich überall und immer getrunken wird und dass man da nicht drum herum kommt. Also dass man geht in den Supermarkt und man geht automatisch an so einem ganz großen Regal vorbei mit Spirituosen und so weiter. Man auf Arbeit irgendwie, holt die Sekretärin dann um 4 irgendwie fast jeden zweiten, dritten Tag den Prosecco raus. In Familienkontexten, in freundschaftlichen, in jedem Kontext. Und gleichzeitig habe ich aber auch die Erfahrung da gemacht, also ich dachte immer, es würden alle so trinken wie ich, ne? Also so viel und so exzessiv. Und das war auch nicht der Fall, sondern in Wahrheit ist es wirklich so eine gewisse Gruppe an Leuten, die sehr viel trinken. Ich beschreibe das so als den Club der Trinker, glaube ich. Und, aber das ist regelrecht provoziert auch. Das ist das Gegenüber regelrecht provoziert. Ja, und das ist so interessant, weil wenn man die Seiten wechselt, dann werden einem auch so viele Verhaltensweisen bewusst, also die man selbst natürlich auch gemacht hat. Also ich konnte es nie aushalten, früher allein zu trinken. Also wenn jemand mit mir beim Essen saß und der hat nicht getrunken, das fand ich furchtbar. Und ich habe das irgendwie subtil, manchmal auch nicht subtil, so zu manipulieren versucht, dass der andere trinkt. Und den gleichen Sachen ist man natürlich auch ausgesetzt, wenn man eben nicht mehr trinkt. Und es war zum Anfang schockierend. Inzwischen, das ist auch sehr interessant, weil man geht natürlich so eine Entwicklung durch und irgendwie inzwischen ist mir das ziemlich egal. Und die Reaktionen da kommen schon so automatisch. Aber zum Anfang war ich relativ schockiert und hatte auch immer den Eindruck, dass ich das irgendwie genau erklären muss und dass ich unter irgendeinem Rechtfertigungszwang stand und der auch existiert, ne? Der ganz klar in unserer Kultur existiert. Wenn man nicht trinkt, muss man sich rechtfertigen dafür, von dem man sich aber auf so einer individuellen Ebene tatsächlich freimachen kann und von dem man sich nicht da muss einem nichts anhaben. Es gibt dann auf diesen einen Begriff, wollte ich noch hinaus, die, was Sie die Work-Drinking-Balance nennen. Ja. Ja. Was eigentlich, glaube ich, vom Argument her so funktioniert, dass Sie, es gibt ja genügend auch Philosophen oder Befürworter des Genusses, ja, die sagen, jetzt nimmt man uns halt auch noch den Alkohol weg und wir sollen noch produktiver werden, wir sollen noch besser gehorchen und noch mehr Zeit haben, nüchtern einzukaufen sozusagen. Ja, oder nicht nüchtern, aber halt einzukaufen. Sie sagen aber, dass es im Prinzip genau das Gegenteil stattfindet. Ja, also es ist auch das ist interessant, weil es tatsächlich eine sehr populäre philosophische Position ist, dass diese Genussbefürworter, Robert Faller zum Beispiel ist ein sehr viel gelesener österreichischer Philosoph, der hat da wirklich auf dieser These im Grunde so eine Karriere aufgebaut. Und ich finde halt, dass das eben überhaupt nicht der Fall ist.
Weil in alle Leute, die ich kenne, stehen unter einem riesigen Stress. Die Bedeutung, die Arbeit heute hat für Leute, ist so viel größer als vor 10, 20, 30 Jahren. Der Druck dadurch entsteht, ist sehr viel größer als früher. Und Arbeit ist so die große Bedeutungsquelle für uns. Und um diesen Druck auszugleichen, müssen Leute trinken. Ich habe das immer so gemacht. Ich kenne viele Leute, die das eh nicht so machen. Es gibt diese ganze Ideologie, dass man bessere Ideen hat, wenn man trinkt. Dass man dann, also eben auch Anklang als Autor natürlich, dass man irgendwie bessere Bücher schreibt, was weiß ich, Philosoph, dass man bessere Ideen hat. Und aber auch bei Leuten, die nicht während der Arbeit trinken, ist das so auffällig. Also sonst würden wir auch nicht die ganze Zeit Geschichten hören von irgendwelchen Versicherungspartys, die irgendwelche Escort-Services engagieren oder was weiß ich. Ich bin lustigerweise mal einen Abend in einem sehr schönen Restaurant mit verschiedenen Siemens-Managern verbracht. Das war, als ich noch getrunken habe. Und das war, also die konnten trinken. Und die wirkten auch nicht so, als würden die das irgendwie nur einmal die Woche machen. Sondern das war handfestes Trinken. Vielleicht noch eine Frage an beides. Man hat so das Gefühl, es gibt eigentlich einen Weg rein, aber es gibt viele Wege raus. Also Sie sagen zum Beispiel, man muss das mit sich alleine ausmachen. Habe ich in einem Interview gelesen. Es ist wie Angeln. Sie haben sehr viel mit Hilfe einer Gruppe geschafft. Mhm. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, gar nichts mehr zu trinken. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kontrolle das Bessere für Sie ist. Also ist das so, dass es so viele Wege gibt? Offiziell nur zwei, ne? Also oder offiziell nur ein, aufhören. Ja, oder trocken sterben. Sein, sofort. Also es gibt eine Langzeitstudie, es gibt eine große, wichtige Langzeitstudie, die heißt die Grand Study, die in Harvard 1928 angefangen wurde und heute immer noch weiter geführt wird. Die ist zum Schluss gekommen, dass tatsächlich Menschen, die Alkoholprobleme haben, eigentlich nur zwei Möglichkeiten haben. Entweder abstinent zu leben oder zu sterben. Und man muss natürlich auch sagen, die haben nicht diese therapeutische Betreuung gehabt, die Peter erfahren hat. Das sind normale Menschen sozusagen mit normalen Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen. Das ist nicht die einzige Studie, die natürlich so ausführt, dass kontrolliertes Trinken ist für die allermeisten Leute eine komplette Illusion. Das ist eben genau das, was nicht möglich ist, was man unbedingt möchte, was man immer wieder versucht und das aber nicht möglich ist. Also ich habe ja auch die andere Erfahrung gemacht, dass das jetzt von außen gar nichts nutzt. Dass Leute von außen, das ist schon ganz schön, wie bei mir, wenn so zwei der wichtigsten Freunde gesagt haben, ja, du hast auf jeden Fall ein Alkohol, also nicht bloß eins, sondern ein fettes Alkoholproblem, also kannst du uns schon glauben. Also wir sagen dir das jetzt auch mal, unabgesprochen, aber es wird Zeit, weil du eben Freund bist. So. Und dann hat es keinen Sinn gehabt, den Freunden zuliebe das zu machen. Es hat auch gar keinen Sinn, dass Familienmitglieder sagen, ich könnte mir vorstellen, mit dir wieder recht glücklich zusammenzuleben, wenn du dieses eine Problem lösen würdest. Weil dieses Problem ist nicht so, wie man sagt, ja okay, wir gehen jetzt eine Fahrkarte kaufen und morgen fahren wir in Urlaub. Das Problem ist nicht so schnell zu lösen. Und die Zeit geht weiter und die ganze Familie entwickelt sich und die Person in der Familie, die gesagt hat, ich könnte mir das vorstellen, die ist ja derselbe überfordert, wenn er dann geheilt zurückkommt, dann sind vielleicht 2 Jahre vergangen und dann kann sie selber gar nicht Wort halten. Insofern habe ich das gemeint mit Angeln, das muss man mit sich alleine abmachen und dann, ja, also, oder im Buch habe ich auch reingeschrieben, es ist halt so weit, man spürt es dann eben, diesen einen Moment,
kannst du ja auch nur, wie ich jetzt rausgehört habe, erhalten, indem du jeden Morgen nichts seelisch wünscht am Tagesbeginn, als wie nicht wieder in so eine Zeiten zurückzufallen, die für dich nicht so verträglich waren oder so ähnlich. Nee. Also, so wie so Morgengebet, habe ich das fast verstanden. Ja. Ich meditiere morgens tatsächlich und das ist für mich sehr wichtig, um allgemein um so eine glückliche Lebenshaltung zu Na, ich hatte das jetzt so gedacht, dass du sagst, geht's heute wieder an? Schaffen wir es bis um 24 Uhr? Nee, ich meine, das ist auch so, ich finde ja auch so eine unfassbare Reflexion, dass Leuten wird immer vorgeworfen, dass sie ja nichts anderes denken als ans Trinken. Dass sie die ganze Zeit, jeden Tag irgendwie daran denken, ach, das wäre doch schön und so weiter. Wenn ich nicht, wie jetzt irgendwie darüber reden müsste, irgendwie würde ich nicht daran denken. Ich habe während dieser 3,5 Jahre, die ich jetzt nüchtern lebe, ein einziges Mal das Gefühl gehabt, es wäre toll, was zu trinken. Das beschreibt es auch im Buch, das war, nachdem ich einen Job verloren hatte, der sehr wichtig war. Und es hat mich vollkommen überrascht, dieses Bedürfnis auf mich zukam. Aber das sonst nicht. Also das ist auch eine wichtige Botschaft für mich in dem Buch, das Leuten einfach zu erklären. Das ist was ganz Normales. Man führt ein ganz normales Leben. Man kümmert sich anders um sich, was viele Vorteile hat. Aber es ist überhaupt kein trauriges Leben. Im Gegenteil. Also es ist ein sehr viel glücklicheres Leben, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Ja, und bei mir ist es ja so, dass ich diesen Glücksfall hatte, aber dass ich auch wusste, dass der Therapeut tatsächlich das, aber allerdings nicht als Heilpraxis-Üblichkeit durchsetzen konnte. Ja, und dass es auch mit den meisten Menschen nicht zu machen ist, dieses systematisch reduzieren auf ein Maß kommen, was ja auch immer noch über dem Durchschnitt liegt. Man ist ja immer wieder erstaunt, ab wann man schon Alkoholiker ist. Wenn man etwas nur regelmäßig macht, reichen ja schon 2 Bier und 2 Wein, ne? Täglich getrunken. Irgendwie so in diesem, ja. Und ich wusste halt, dass der das macht, das Theorie hat. Und dass wir exemplarisch das mal durchprobieren können, ob das an einem Menschen, und es ging auch darum, dass er gesagt hat, das ist eine private Trinker, Heilanstalt und er leistet sich das auch mal, mich jetzt so lange zu begleiten, so lange rumtesten aus. Also wir haben ja die verschiedensten unorthodoxen, also gar nicht üblichen Tests gemacht, zum Beispiel in Berlin, nach Berlin zurückfahren und in Lieblingskneipen den Kneipenrauswurf probieren. Und das möglichst am nächsten Abend nochmal, weil er genau wissen wollte, was sind da so meine Themen? Wie spitzzüngig bin ich? Wie kriege ich die alle wirklich gegen mich aufgeladen? Wie schaffe ich das, dass selbst der Wirt noch sagt, ja, Alter, das war gut, du, oder piup, und dass ich dann, und wie schafft man das dann von diesem sympathischen Menschen? Wie geht es bei mir vor, dass ich dann 1,5 Stunden, 2 Stunden später wirklich der Üble bin, der Beleidigende, der wirklich nicht nur ein bisschen Beleidigende, sondern also, wo dann Leute sagen, also ich selber, bei mir nur 2 Schläge auf den Kopf, aber bei meiner Frau brauchst du dich überhaupt nicht mehr sehen lassen. Und der Kneiper dann so weit kommt, dass er einen rausschmeißt und immer noch über Alkohol reden und irgendwie noch groß trompeten, sodass der mich rausschmeißt und sagt, dein Patient, aber das war der Therapeut, den kannst du gleich mitnehmen. Und dann nächsten Tag wieder reinzustürmen und zu sagen, reicht das jetzt? Und der hat dann gesagt, nee, einmal will ich es nochmal sehen. Und dann haben wir da wochenlang an mir überlegen können, was für eine Macke da ist. Also, steht hier auch drin in dem Buch, da ist der 48 Stunden später ausgeflippt, mein bester Freund. Ist dann, ohne zu Bescheid zu geben, in den Pub gegangen und hat gesagt, mach mal hier so ein rundes Tablett voll mit allem, was du hast hier, was nicht Alkohol ist. Und dann haben wir alles gekriegt, so hingestellt, dann hat er es hingedonnert und hat gesagt, die Freundschaft, das kannst du dir knicken, die ist vorbei. Also so ein Idioten wie dich, also der macht dich ja richtig so oberblöden und hat uns das hingedonnert und dann waren wir da mit allen möglichen Kaffeesahne und Orangensaft, Wasser und weiß ich was. Und der ist dann weggefahren, also richtig rausgegangen.
Da wir aber noch das gemeinsame Mietauto hatten und wir selber ja gar nicht und so weiter und so fort. Irgendwann mussten wir ja wieder zum Flughafen, aber da habe ich schon gesehen, du kannst, wenn du irgendwie ganz freundelos werden. Das andere war das heimlich tun. Also ein Kumpel von mir hat gesagt, Mann, wenn ich das Buch jetzt so lese, ist ja alles fürchterlich, was du da beschreibst. So habe ich dich ja nie kennengelernt. Ja, sage ich, weil wir uns brav um 23 Uhr noch was verabschiedet haben. Ich habe auch so getan, als würde ich jetzt in die Wohnung reingehen, Winke-Winke noch gemacht, du bist um die Ecke und ich bin dann aber gleich wieder hinten in meine Spezialkneipe und dann bis morgens rein, was man eigentlich nicht wollte, was du auch so schön beschreibst. Ich wollte das ja gar nicht. Ich hatte ja nur den Vorsatz, gehe ich einfach nochmal hin, trinke einfach nochmal zwei Bier. Eins wird ja auch reichen. Und dann war ich drin und dann war kein Motor mehr, mich rauszukriegen. Und wie gesagt, dem Freund muss ich sagen, dass dort auch über Jahre ich ihm was vorgemacht habe mit diesem Ciao, Tschüss. Ich gehe jetzt hoch, war genug, weißt du? Das war nie genug, das wurde immer schlimmer und es war auch ganz. Also der hat gesagt, dass er da jetzt erstmal durch dieses Buch erstmal Teile von mir entdeckt hat, obwohl er mittendrin war. Der dachte, ist ja auch enttäuschend für ihn gewesen. Er dachte, er weiß Bescheid und wusste nicht, wie viele Tricks. Ich glaube, in so einem Abschnitt mit der Lucy, wo sie anfängt zu tricksen, da verarbeite ich auch meine eigenen Tricks. Also was kann man alles machen? Messi sein, Gänge bauen in die Wohnung, dauernd Krankheiten erfinden, Verstecke, die man hat, weiß ich was, Tageszeiten ausnutzen, mehr zum Nachtmenschen werden, damit man halbwegs am Tag in Ordnung erscheint. Ja, so ganz bestimmte Uhrzeiten. Bis dahin kannst du es schaffen. Ab ganz bestimmte Uhrzeiten musst du es schaffen, von 14 Uhr bis noch, sagen wir mal, 19 Uhr. So halbwegs normal, da kommen die meisten Besuche. Da ist es, und danach geht es. Also es sind schon alles, das kriegst du, ohne dass dir das jede Amme eingesäugt hat, das kriegst du alles hin. Aber es ist, wenn man es zum Schluss betrachtet, Verarschung, Verhundepieplung, Freundesverrat, es ist auch wirklich echt gemein, Leute in den Glauben zu lassen, es sei gar nicht so schlimm. Ja? Und das dann mit sich alleine auszutragen und den Leuten, es ist fast wie Selbstmörder einfach vorhaben, dann sich umzubringen und nichts durchblicken lassen davon. Also wo man dann immer überrascht ist und sagt, Mensch, so viele Leute um sich rum gehabt haben und keinem, ne? Das hat auch was mit Peinlichkeit zu tun, das auf jeden Fall. Und da wusste ich, dass ich da nicht so schnell rauskommen werde aus diesen Tricks, die ich schon alle so super gut drauf hatte. Insofern war das für mich also ziemlich besser. Das ist auch ein bisschen eine gewisse Charakterschwäche mir zuzuschreiben, dass ich also so einen Rückfall viel schneller als jetzt sagen wir du nach in 3,5 Jahren. Das, also für mich wäre das, gäbe es in kürzeren Abständen Momente, wo ich sage so, das weißt du ja jetzt mache ich den. Aber du hast es ja nicht ausprobiert, deswegen weißt du. Nee, ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Also deswegen und wir haben uns ja auch schon ein paar Mal darüber unterhalten, also das lang, wenn ich es richtig verstehe, das langfristige Ziel bei dir ist ja schon auch Abstinenz. Ja, ne? Wenn ich jetzt tätowiert hätte, 3 Drinks, müsste ich es langsam durchstreichen und 2 Drinks drunter schreiben. Das dann irgendwann durchstreichen, wenn da steht 1 Drink. Und vielleicht in Klammern, wie lächerlich, dann würde der Amme. Nee, es geht aber in die Tendenz. Ja, ja. Die Tendenz ist gut. Also, ich finde jetzt, also ganz ehrlich gesagt, ich hätte das nicht geglaubt. Aber ich kann mir da auch nichts vormachen. Ich bin eigentlich ganz gut mit der Literatur. Also, andersrum, ich mache jetzt auch wieder Songs. Ich mache Comic, Sie schreiben ähnliche öffentlich Sachen neben der Volksbühne mache, oder ja, November. Und sowas, alles um mich irgendwie auch so weit wie möglich immer abzulenken, dass ich ja nicht wieder in so eine Situation komme, wo ich dann eben wieder neidisch werde auf andere und wieder so einen gewissen kleinen, sanften, smarten Hass erstmal gegen den ganzen Literaturbetrieb, die Kunst habe, der dann größer und größer wird und dann bis zum Abwinken und sagen, das ist alles nur Kunkelei, das ist alles, da ist nie ein Preisträger richtig echt, da ist nie etwas, was wirklich gut ist, das ist alles nur die geringeren Chargen und die, also du kommst ja schnell da rein, die sollen wir nur als die Spitze, der beste Komponist des Landes ist überhaupt gar nicht der beste Komponist, weil der andere immer geschnitten wird, der kommt ja gar nicht hoch und dann säuft er. Und dann sieht man ja, ah, der ist gut, dass der andere oben ist, weil den brauchen wir nicht. Oder ach, das ist fürchterlich, in solche Kategorien reinzukommen. Ne? So. Und da ist es immer, sich zu beschäftigen, das ist ein bisschen auch das Leben, dann so eine Art Beschäftigungstherapie umzuwandeln, nur um nicht auf dumme Gedanken zu kommen.
In der Hinsicht auch eine besonders Sache. Schwierige Branche, oder? Ist das so? Strukturell? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Also das bewundere ich ja an dir besonders, dass du es wirklich weiterhin schaffst, Galerien zu besuchen, Artikel zu schreiben, Ausstellungseröffnung, Film, wo ich ja, das war ja meine Begründung, weswegen gesagt habe, um Himmels Willen nicht trocken. Die erste Filmpremiere vom Freund, ist halt, was soll ich denn da? Das wäre in jeder anderen Branche genauso. Also es wird durch alle Gesellschaftsschichten getrunken, irgendwie, was du beschreibst, das ist in der Bäckerei-Innung genauso, wenn die sich dann irgendwie auf dem Fest treffen oder eine ist erfolgreicher als der andere, löst das genau solche Gefühle aus. Und das ist eben eine Arbeit im Inneren. Und was ich auch noch sagen wollte, hast eben die Gruppen angesprochen, man muss das nicht alleine machen. Man muss es nicht eben nicht mit Willensstärke machen. Man muss nicht zu Hause sitzen und sich sagen irgendwie, ja, ich trinke jetzt nicht, sondern man hat Hilfe. Es gibt alle möglichen Selbsthilfegruppen, die in Deutschland einen absurd schlechten Ruf haben, also grotesk. Das ist in anderen Ländern komplett anders. Ich kenne es aus Amerika sehr gut, ich kenne es aus England sehr gut. Wo das einfach sehr viel mehr zur Kultur gehört und wo es dadurch auch einfach eine größere Offenheit gibt, über Alkoholprobleme zu reden. Wenn man Leute sieht, die einen haben, dann ist es klar, die gehen in eine Gruppe. Und es gibt verschiedene Selbsthilfegruppen, die man kann da ganz viele Sachen ausprobieren, bis man die richtige findet. Und ich glaube, was ich in dem Es gibt ein ganzes Kapitel darüber im Buch und was mir da so wichtig ist mit diesen Gruppen ist, dass man erst dort wirklich versteht, dass es sehr wohl möglich ist. Dass man sitzt da in Räumen mit irgendwie Leuten, mit 50 Leuten, die mehrere Jahre, manche 10, manche 20 Jahre irgendwie getrunken haben, sehr glückliches, erfülltes Leben führen. Ich glaube, ich braucht das, um halt zu sehen, man muss wirklich nicht trinken, das ist ganz normal. Ja, dann vielen Dank bis hierher. Danke. Und ich würde dann jetzt noch mal kurz fragen, ob Sie noch Fragen haben. Ansonsten denke ich, sind die Autoren auch noch am Büchertisch nachher. Und Bücher ist ein gutes Thema. Es gibt natürlich beide dort hinten und es sind beides freiberufliche Autoren, die sehr viel einsetzen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, nehmen Sie noch ein Buch mit. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.